blood will turn white. Your face will turn green. Your eyeballs will pop with pressure. So terrified. The Defenders Creepypasta. Neugierig und aufmerksam betrachtete ich den unbekannten Söldner, an dessen linken Arm sich keine Hand, sondern eine pechschwarze Waffe befand, aus mit der er, wie ich schon aus der Luft heraus beobachtet hatte, sehr gut umgehen konnte. Beim Anblick dieses ungewöhnlichen Armschmucks klopfte irgendetwas an meinem Hinterkopf. Irgendeine Erinnerung, die ich jedoch nicht greifen konnte. Am besten würde ich Sorano und Silvana dazu fragen, sobald wir erst zurück in Neu-Arganon wären. Die beiden kannten sich besser mit Geschichten und Legenden aus als ich und waren ohnehin viel gescheiter, selbst wenn man seltsamerweise mich zur Anivel bestimmt hatte. Jedenfalls hörten hier die Eigenartigkeiten dieses Mannes nicht auf. So hatte er etwa mechanische Unterschenkel und Füße, die sich nahtlos an seine aus Fleisch bestehenden Oberschenkel anschlossen. Eine glatte, rosige Haut, wie sie auch bei Bravianern und Anserin vorkam. Eine aufrechte, etwas steife Haltung und kurze dunkelbraune Haare. Er lächelte. Doch obwohl mir dieses Lächeln warm und aufrichtig erschien, stellten sich mir dabei die Nackenspitzen auf. Vielleicht lag das aber auch an seiner Gesellschaft. Einer jungen Anserin, die mich mit schalkem Blick und zugleich verschlagen ansah. Ich hatte noch nie viel für Anserin übrig gehabt. Sie waren noch grausamer als die Rorak. Und es kam praktisch nicht vor, dass wir sie in unsere Dienste stellten. »Welches Wort trägt dein Glühen?«, fragte ich den Söldnerführer. Der runzelte die Stirn, wahrscheinlich aufgrund der von mir gewählten zeremoniellen Grußformel. Noch bevor ich meine Frage jedoch in profaneren Worten wiederholen konnte, gab er mir die gewünschte Antwort. Offenbar begriff er schnell. »Adrian«, sagte er, und der Klang dieses Wortes ließ mich erschauern. Es klang fremd, exotisch und erinnerte mich zugleich beunruhigend stark an die Anserin. Gab es zwischen ihnen womöglich doch eine Verbindung? »Und welchen Namen trägt unsere Retterin?«, fragte der Mann lächelnd. Ich suchte nach Tücke in seinem Lächeln, nach Falschheit und Schauspiel, aber ich fand nichts davon. Eigentlich rieten mir fast all meine Sinne dazu, diesen Fremden sympathisch zu finden, aber zugleich sagte mir irgendetwas, dass er es nicht war. Es war paradox. »Scavini«, antwortete ich. »441. Arnivel der Jüllin. Aber ich bin nicht eure Retterin. Wenn überhaupt, gebührt diese Ehre uns allen.« Mit einer weit ausholenden Geste wies ich auf die Kriegerinnen und Krieger auf meiner Seite. Das war mir wichtig. Niemand sollte glauben, dass wir den Obrigkeitsmister Rorak mitmachen. »Dann muss ich mich wohl bei euch allen bedanken«, sagte Adrian und verbeugte sich respektvoll vor unseren Soldaten. »Ohne euch wären wir sicher nicht mehr hier.« »Warum seid ihr denn überhaupt hier?«, wollte ich wissen. »Was sucht eine so große Gruppe von Söldnern so nah an unseren Grenzen? Noch dazu im Kampf mit Rorak-Soldaten? Ich würde ja gern glauben, dass ihr einfach aus dem Boden gewachsen seid, um uns zu helfen, aber leider weiß ich, dass so etwas höchstens in den Erzählungen der Narratinnen geschieht. Leute mögen in Konor tatsächlich gelegentlich aus dem Boden wachsen, aber weder in solcher Zahl noch mit einer derart gut abgestimmten Kampfstrategie.« »Natürlich hast du recht«, sagte Adrian. »In Wahrheit sind wir gemeinsam mit den Rorak zu euch gekommen. Und zwar, um euch anzugreifen.« »Was?« fuhr Honvivet, der Drümer unserer Panzerstreitkräfte, auf. »Du und deine Leute habt euch mit unseren Feinden verbrüdert und einen Angriff auf uns geplant und besitzt auch noch die Frechheit, uns das ins Gesicht zu sagen. Wenn es unsere Gesetze nicht verbieten würde, würde ich dich dafür am liebsten zu Zrimfutter verarbeiten, du...« »Aber genau das verbieten sie nun mal, Honvivet«, wandte ich ein. »Und das aus gutem Grund. Niemand, der nicht die Waffe gegen uns erhebt, soll durch die Jüllin hingerichtet werden. Und das haben er und seine Leute nicht getan. Im Gegenteil, sie haben ihre Waffen gegen unsere Feinde gerichtet. Außerdem bin ich mir sicher, dass Adrian mit seiner Erklärung noch nicht am Ende angekommen war.« Adrian nickte.
Wie gesagt, wir hatten den Befehl, euch anzugreifen. Aber wir haben uns dagegen entschieden, wie ihr ja gesehen habt. Den Rurak ist ein Söldnerleben weniger wert als der Dreck unter ihren Stiefeln. Sie hätten uns beim Angriff in der vordersten Front verheizt. Das wollten wir nicht mit uns machen lassen, aber erst recht nicht für diese Tyrannen. Deshalb haben wir unsere Loyalitäten noch einmal überdacht. Ihr machtet uns einen weitaus unterstützenswerteren Eindruck und auf eurer Seite schätzt man den Wert eines Lebens höher. Das zumindest erzählt man sich. Verfluchte Opportunisten! Ätzte Honvivi, wobei das durchaus wörtlich zu verstehen war, denn die Spucke, die er dabei demonstrativ auf den Boden schleuderte, brannte sich tatsächlich zischend durch das Erdreich. Das ist eine Fähigkeit, die unserem Volk zu eigen ist. Wenn unser Zorn groß genug ist, sinkt der pH-Wert unseres Speichels drastisch, was ihn schon fast zu einer Art Waffe werden lässt. Niemand sucht sich aus, wo er in dieser Welt erscheint, warf die Anderin ein. Wer als Fremder im Rorak-Imperium überleben will, muss sich als Söldner verdingen. Das weißt du so gut wie ich. Sie hat recht, sagte ich. Man kann niemandem vorwerfen, dass er überleben will. Wer so handelt, wie sie gehandelt haben, ist kein Opportunist, sondern ein Rebell. Und für solche können wir als ein Volk, welches jahrzehntelang unterdrückt worden ist, nur den größten Respekt übrig haben. Adrian nickte dankbar. Nachdem das geklärt ist, bleibt nur noch die Frage, was als nächstes geschehen soll. Wollt ihr Söldner in unseren Diensten werden? Wobei Söldner eigentlich der falsche Begriff ist, denn wie ich hörte, erwarten viele in diesem Zusammenhang eine Bezahlung. Die werdet ihr aber nicht bekommen. Allerdings werdet ihr dennoch mit allem Wesentlichen versorgt werden. Nahrung, Getränke, Waffen, was immer ihr wollt oder benötigt. Wir sorgen für unsere Leute. Seid ihr mit diesen Bedingungen einverstanden? Ja, sagte Adrian. Das sind wir. Mein Gesicht verfinsterte sich. Wir schätzen es nicht, wenn jemand sich anmaßt, für andere zu sprechen. Erst recht nicht in einer so entscheidenden Frage. Ich bitte um Entschuldigung, beeilte Adrian sich zu sagen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er sich nicht nur allein für diesen unbewussten Bruch der Etikette entschuldigte, sondern auch für etwas, das mir entgangen zu sein schien. Gewährt, sagte ich. Immerhin seid ihr von den Rorak ja eine andere Form der Organisation gewöhnt. Mit Verlaub, Scavini. Aber auch du maßt dir an, für andere zu sprechen, wandte Honvivi ein. Dir als Arnivel obliegt es nicht, eigenmächtig Söldnerverträge auszustellen. Darüber müsste Jüllat entscheiden. Denkst du, das weiß ich nicht, Honvivi? Antwortete ich dem kleinen, ernst muskulösen, glatzköpfigen Mann, der von Anfang an nicht gerade begeistert von meiner Ernennung gewesen war. Und das nicht nur, weil der Cyrnada-Fraktion angehörte, die ganz andere politische Auffassung vertrat als meine Garvilla-Fraktion. Ich mag noch nicht sehr lange Arnivel sein, aber der ein oder andere Jüllat-Anhörung habe auch ich schon beiwohnen dürfen. Ich weiß, dass der Jüllati erst ein Einverständnis geben müssen und ich würde das auch gar nicht anders wollen. Im Gegensatz zu euch Zruinada wollen wir die Befugnisse des Arnivel nie erweitern. Trotzdem kann es ja nicht schaden, zu erfragen, ob überhaupt Interesse besteht oder etwa nicht. Honvivi antwortete mir nicht. Stattdessen ergriff die Anserin das Wort. Was geschieht denn, wenn dieser Jüllat uns ablehnt? Wollte sie wissen. Ihr werdet verbannt, sagte Honvivi düster. Wohin? Erkundigte sich Adrian. Etwa zurück in das Gebiet der Rorak? Damit würdet ihr doch euren Feind stärken. Würden wir das? Fragte Honvivi lauernd. Wenn dem so wäre, hätten wir wohl die richtige Entscheidung getroffen, denn in diesem Fall würden wir zumindest keine potenziellen Verräter in unsere Mitte aufnehmen. Falls ihr wirklich aus Überzeugung die Seiten gewechselt habt, würde ich eher erwarten, dass ihr euer Bestes tut, um die Kriegsanstrengungen der Rorak zu sabotieren. Hier liegt ein Missverständnis vor, sagte Adrian relativ unbeeindruckt. Ich habe nicht von uns gesprochen. Das war eher eine allgemeine Überlegung. Und sie war so falsch nicht, gab Honvivi überraschenderweise zu. Viel lieber würden wir denjenigen hinrichten, denen der Jüllat nicht vertraut. Aber das Gesetz verbietet das leider. Honvivi warf mir einen Blick zu, der zwar noch nicht feindselig war, aber an der Grenze dazu balancierte. Ich kannte diesen Blick.
Wir spielten dieses Spielchen so schon seit mehr als 2 Jahren und deshalb wusste ich, sein Verhalten zu interpretieren. Han Vivi mochte mich nicht und der Tag, an dem ich mein Amt verlor, würde ihm ein Feiertag sein. Aber er hasste mich auch nicht. Nicht auf die Art, wie es unter Anserin, Bravianern, Rorak, Menschen und anderen Völkern üblich war. In extremen Ausnahmefällen kam es vor, dass ein Yulin einen anderen zum eigenen Vorteil umbrachte. Aber angesichts seines so zahlreichen Volkes geschah das auffällig selten. Wir mochten uns ganz gern um unsere Ämter bringen, aber um unsere Leben eher weniger. »Gibt es keine andere Möglichkeit?«, fragte Adrian. »Oh doch«, sagte Hon Vivi grinsend. »Ihr könntet auch ein Exil in dem unbegehrten Landen wählen. Das jedoch würde ich nicht empfehlen, der Tod wäre gnädiger und ehrlich gesagt misstraue ich euch dann noch nicht genug, um euch ein solches Schicksal zu gönnen.« »Genug davon«, sagte ich. »Das alles ist Zukunftsmusik. Außerdem glaube ich nicht, dass euch der Jürlat die Aufnahme verweigern wird. Das geschieht eher selten, also macht euch deswegen keine Sorgen.« »Wir werden sehen«, sagte Hon Vivi nur dazu. »Sorge dafür, dass jeder deiner Leute von unserem Angebot erfährt«, sagte ich an Adrian gewandt. »Jene, die sich dem Jürlat stellen wollen, können mit uns kommen. Alle anderen haben 1 Stunde, um unser Territorium zu verlassen. Andernfalls sind wir leider gezwungen, das Feuer auf sie zu eröffnen.« »Ich werde Ihnen deine Bedingung überbringen«, erwiderte Adrian, woraufhin sich sowohl er als auch die Anserin entfernten. »Ich traue dem Ganzen nicht«, sagte Hon Vivi. »Das kann ich sehr gut verstehen«, antwortete ich, worauf Hon Vivi mich überrascht ansah. »Warum so verblüfft?«, fragte ich. »Ich bin nicht das naive Pflänzchen, für das du mich hältst. Die Flammenmutter hat auch meine Augen mit Licht gesegnet. Irgendetwas an diesem Adrian und an dieser Anderin ist faul. Das zumindest sagt mir mein Gefühl.« »Wenn das so ist«, fragte Hon Vivi, »warum willst du diese Söldner dann überhaupt bei uns aufnehmen? Niemand zwingt dich dazu, du könntest sie allesamt wegschicken.« »Weil ich niemand aufgrund eines bloßen Gefühls seinem Schicksal ausliefere«, sagte ich und ein wenig verärgert. »Natürlich kann es sein, dass unser Bauchgefühl recht behält und wir damit eine potenzielle Bedrohung loswerden, aber es kann genauso gut sein, dass wir mögliche Verbündete dafür bestrafen, dass sie sich für unsere Sache eingesetzt haben.« »Unsichere Verbündete sind schlimmer als Feinde.« »Das mag sein, aber am schlimmsten ist es, seine Prinzipien zu verraten. Die Rorak haben Milliarden von uns getötet, aber erst wenn sie uns diese Opfer abverlangen, haben sie gewonnen. Unser Staat wird auf dem Recht gegründet, nicht auf der Willkür. Vergiss das nicht.« »Das werde ich nicht. Und ich werde auch nicht vergessen, wer für unseren Untergang verantwortlich war, falls es soweit kommt.« »Jetzt sei nicht so dramatisch. Was soll schon passieren? Das hier sind mehr als 60 Söldner. Glaubst du ernsthaft, dass sie den Untergang von 60 Milliarden Yulin herbeiführen könnten?« Das Geplänkel mit Hon Vivi zog sich noch eine Weile hin, aber zuletzt sprach ich ein Machtwort und sicherte ihm zugleich zu, jeden einzelnen Söldner gründlich auf versteckte Objekte, Sprengsätze oder andere Sicherheitsrisiken durchsuchen zu lassen. Ich hielt dieses Versprechen und ließ jeden der 64 Söldner, die sich allesamt für den Dienst bei uns entschieden hatten, gründlich von unseren Leuten abtasten und jeden Quadratzentimeter ihrer Uniform zusätzlich von unseren Detektoren durchleuchten. Was wir fanden, war relativ unspektakulär. Einige Söldner trugen tatsächlich kleinere Sprengsätze und Granaten bei sich, die jedoch eher für den Kampfeinsatz oder die Zerstörung von Panzern als für die Anschläge geeignet waren. Trotzdem konfiszierten wir sie sicherheitshalber, genau wie wir alles beschlagnahmten, was uns nur im Entferntesten dazu geeignet schien, irgendwelche Funksignale zu übermitteln. Ansonsten blieb die Ausbeute jedoch mager. Mit Ausnahme von Adrian, bei dem wir tatsächlich einen interessanten Gegenstand entdeckten. Dabei handelte es sich um eine kleine runde Scheibe, in deren Zentrum sich eine Art Edelstein befand. Als wir ihn deswegen zur Rede stellten, erklärte er sich bereit, uns den Zweck des Objekts zu demonstrieren und zauberte auf Knopfdruck eine Peitsche daraus hervor, die sich durch hohe Zielgenauigkeit auszeichnete. Hon Vivi verlangte, dass auch dieser Gegenstand beschlagnahmt werden sollte. Ich jedoch sprach mich dagegen aus.
Immerhin erschien es mir ziemlich widersinnig, einem Mann, der bei uns als Söldner anheuern wollte, seine Waffe abzunehmen. Außerdem fanden wir eine Art Buch mit vielen leeren Seiten bei ihm. Darauf angesprochen, gab er offen zu, dass er darin Notizen und Gedanken über seine Reisen festhalten wolle. Honvivé befürchtete deswegen Spionage, jedoch teilte ich diese Befürchtung nicht. Vielleicht lag es auch daran, dass ich selbst zuweilen ein Tagebuch führe und deshalb wusste, wie wichtig so etwas für die eigene geistige Gesundheit sein konnte. Kurz darauf traten wir unseren gemeinsamen Einzug in Neu-Arganon an. Während die meisten Zrümpiloten ihre Tiere bestiegen, ließ ich Hyuna alleine fliegen. Irgendwie erschien es mir besser, die Söldner im Auge zu behalten, auch wenn sich das seltsame Völkergemisch fürs Erste harmlos und gesittet verhielt. Mit Freude nahm ich dabei zur Kenntnis, dass unter ihnen einige Konditoren waren. Auch in unserer Stadt beherbergten wir eine Handvoll von ihnen. Der Schmerz, die Sehnsucht, die Einsamkeit, die die Angehörigen dieses kollektivisch ausgerichteten Volkes empfanden, weil sie nur so wenige waren, hatte mich oft schon zu Tränen gerührt. Sie immerhin würden sich freuen, weitere Angehörige ihres Volkes zu treffen und sich mit ihnen verbinden zu können. Auch wenn wir sehr unterschiedlich waren, konnte ich diese Sehnsucht dennoch nachvollziehen. Obwohl Srivana nach wie vor an meiner Seite war und mir zusammen mit Surano als Beraterin diente, war es uns untersagt, mehr als nur eine rein freundschaftliche Beziehung miteinander zu pflegen. 3 Jahre. Mehr war keinem Jüllin für seine Beziehung erlaubt. Danach musste ein Wechsel erfolgen. Der Sinn dieser Tradition sollte es sein, dass jeder von uns in seinem vergleichsweise kurzen Leben, selbst Zivilisten wurden niemals älter als 50, oft nur 40 Jahre, möglichst viel Kontakt zu anderen Mitgliedern seines Volkes aufbaute. Es sollte den Zusammenhalt fördern und zugleich Erstarrung verhindern. Mir erschien es eher grausam und unnötig. Ich liebte Srivana immer noch und ich wusste, dass es bei ihr genauso war. Würde es nach mir gehen, hätte ich diese schwachsinnige Tradition ignoriert, aber leider war das unmöglich. Zum einen konnte ich es mir, solange ich Arnivel war, schon politisch nicht leisten, es mit den Ultrareligiösen zu verscherben, die mich ohnehin mit äußerster Skepsis beäugten, da ich es mit dem Glauben nun wirklich nicht allzu genau nahm. Zum anderen war die Strafe, die jene erwartete, die sich nach der vorgeschriebenen Frist noch beim Sex oder bei anderen Intimitäten erwischen ließen, drakonisch. Wer dabei ertappt wurde, landete nicht selten in der Yonmela, jener Nährsuppe, die zugleich auch als eine Art von Blut durch unsere Adern fließt, von der wir und die Zrim uns zugleich, zumindest zum Teil, ernährten. Für gewöhnlich wurden nur die Körper unserer Toten in die Yonmela überführt. So etwas lebenden Jüllen anzutun, war eine schreiende Ungerechtigkeit, denn selbst die meisten Gewalttäter wurden für gewöhnlich nicht derart drakonisch bestraft. Natürlich gab es die theoretische Möglichkeit, dass der Jüllert, der bei uns auch für die Rechtsprechung zuständig war, von dieser eigentlich vorgeschriebenen Strafe absah. Jedoch geschah das leider nur äußerst selten. Zwar wurde der Jüllert per Los bestimmt, um jeden aus unserem Milliardenvolk zumindest theoretisch die Chance zu geben, sich politisch zu beteiligen, aber leider gab es nun mal sehr viele, die die Chavrila, den Zwang zur Veränderung, als etwas quasi Göttergegebenes betrachteten. All das hatte mich zusammen mit meiner Rolle als Arnivel förmlich dazu gezwungen, mir einen anderen Partner zu suchen. Schon in den letzten paar Monaten der knappen Zeit, die Srivana und mir gegeben worden war, hatte ich mich auf die Suche begeben müssen. Eigentlich hatte ich es mit meinem alten Freund Surano sogar noch ganz gut getroffen. Dass er ein Mann war, stellte für mich keine größeren Probleme dar. Die meisten Jüllen waren in dieser Beziehung flexibel, zumal wie wir auch in der Lage waren, unser Geschlecht bei der Fortpflanzung notfalls zu verändern. Auch war Surano nicht nur ein guter Freund, sondern auch verlässlich, vertrauenswürdig und intelligent, und so habe ich, ohne allzu große Überwindung, auch bereits 20 Kinder mit ihm zeugen können. Wir Jüllen bringen unsere Kinder außerhalb unseres Körpers zur Welt, weswegen das weniger dramatisch war, als es klingt, selbst wenn die Kinder nach ihrem Eierstadium auch Yonmela von uns trinken, was natürlich schon ein wenig Aufwand bedeutet.
Dafür wurde immerhin das Bewachen und Warmhalten unserer Eier, wie es in archaischer Zeit noch praktiziert werden musste, inzwischen von entsprechenden Technologien übernommen. Zudem kannten wir keine wirkliche elterliche Verantwortung, wie sie manch andere Spezies zu eigen ist. Unsere Kinder wurden früh selbstständig. Und wenn sie Hilfe, Nähe, Zuwendung oder Unterweisung brauchten, konnten sie bei jedem der Erwachsenen darum ersuchen und stießen stets auf offene Arme und Ohren. Jedenfalls, auch wenn Sora nur ein durchaus anständiger Partner war, so liebte ich ihn nicht. Und ich fragte mich oft, ob es eigentlich nicht viel mehr gegen die Prinzipien von Mutter Flamme verstoßen sollte, dass ich gezwungen war, mit jemandem zusammenzuleben, der mein Feuer nicht entzündete. Nun bin ich weit von meiner eigentlichen Erzählung abgewichen, aber dies hier sollte die Geschichte meines Volkes sein. Und deshalb halte ich es für berechtigt, seine Eigenheiten und Eigenschaften festzuhalten. Was ich auch festhalten möchte, ist die Tatsache, dass der Tag, an dem wir die Söldner in unsere Stadt führten, ein ziemlich schöner Tag war. Das war bemerkenswert, denn schon seit vielen Jahrzehnten gab es in Konor kaum noch schöne Tage. Vor etwa 70 Jahren hatte eine ungünstige Kombination aus einem chemischen Angriff der Rorak und einer unserer biologischen Waffen die Atmosphäre für immer aus dem Gleichgewicht gebracht. Dass wir überhaupt noch atmen konnten, verdankten wir den Terraforming-Generatoren, die unsere beiden Kriegsparteien anlässlich dieser Katastrophe installiert hatten und die nicht nur die Luft aufbereiteten, sondern auch verhinderten, dass unser Planet schmilzt oder zufriert. Einst war unser Planet, zumindest was die Beschaffenheit der Natur betraf, ein regelrechtes Paradies gewesen. Nun jedoch war das nur noch auf den Videoaufzeichnungen in unseren Archiven. Landwirtschaft war so gut wie unmöglich geworden. Und die Nahrungsproduktion hatte sich auf unterirdische Farmen, gentechnisch veränderte Viehbestände, Labore und natürlich auf die Nutzung der Yon-Mäler verlagert. Sonnige, wolkenlose Tage, die nicht dämmeriges Zwielicht getaucht waren, waren dennoch eine Seltenheit geworden. Trotzdem liebte ich unsere Stadt und war deshalb auch durchaus ein bisschen stolz, sie Augen zeigen zu können, die sie noch nie zuvor gesehen hatten. Adrian, der neben mir lief, schien das zu bemerken. »Eine wunderschöne Architektur«, sagte er mit aufrichtigem Staunen. »Und wie sollte das auch anders sein?« Selbst die Augen einer Statue hätte dieser Anblick zu Tränen gerührt. Hohe, schlanke, zart gestaltete, hellgrüne Türme, an deren Spitzen unsere Wohnungen und Begegnungsstätten, unsere Archive und Geschäfte, unsere Gaststätten und Schulen wie schillernde, violette Trauben hingen. Lediglich unsere Regierungsgebäude, die Militärgebäude und Brutstätten sowie unsere Tempel waren ebenerdig errichtet worden. Unsere Kasernen und Waffenproduktionsgebäude waren dabei kantig und quadratisch, wie bei vielen Völkern, auch wenn sie oft mit kleinen Statuen, Waffenrepliken oder Sinnessprüchen wie dem beliebten Zitat »Skyndala Anwenda, Inut Shiranosh Skyndala« dekoriert waren, was ungefähr so viel heißt wie »Verschieße dein Gift, so wie du Liebe verschießt«. Sie waren zumeist auch nicht aus gehärteter Yon-Mäler, sondern eher aus Stein oder Stahl gefertigt, da es uns respektlos erschienen wäre, unsere Toten mit dem Krieg in Verbindung zu bringen. Die Brutstätten hatten die Form aufgeschichteter Eier, die wie ein Haufen glitzernder, rundgeschliffener Edelsteine zu einem Gebäude aufgetürmt worden waren. Zum größten Teil lagen sie jedoch unterirdisch, so wie auch die Tempel, die wir zu Ehren von Vater Koros errichtet hatten, zum größten Teil aus Gängen bestanden, die man tief in den Boden geätzt hatte. Mutter Flamme hingegen wurde in stets stark aufgeheizten Gluttempeln gehuldigt, die man ohne entsprechende Kleidung nicht betreten konnte. Die Yon-Mäler jedoch, jene Lebensversicherung für unser Volk, die uns Friedhof und Lebensquelle zugleich war, befand sich in keinem einzelnen Gebäude, sondern in unterirdischen Reservoirs, die wie Adern eines gewaltigen Körpers durch weit verzweigte Leitungssysteme über all unsere Städte hinweg miteinander verbunden waren. Wann immer eine unserer Städte an die Rorak fiel, koppelten wir sie durch Schleusen vom kollektiven Leitungssystem ab. Analog zu diesem gewaltigen unterirdischen Konstrukt
verlief oberirdisch ein weit verzweigtes Netz von Straßen, welche in der Dunkelheit geisterhaft fluoreszierten und nicht nur innerhalb unserer Städte alles miteinander verbanden, sondern auch oft Verbindungslinien zwischen ihnen schufen, die für Truppentransporte, aber auch für private Besucher genutzt werden konnten. Über allem thronten die Nester unserer nächsten tierischen Verwandten, der Zröm, die als der Schwerkraft trotzenden Inseln mehr als 100 Meter über der Stadt schwebten. Dort zogen sie ihren Nachwuchs auf und heilten die Wunden, die sie im Kampf erlitten hatten. »Du besitzt einen besseren Geschmack, als ich erwartet hatte«, witzelte ich, und Adrian lachte. »Das habe ich noch nicht oft gehört«, sagte er. »Allerdings kannst du dir auf dieses Urteil vielleicht doch etwas einbilden. Ich habe schon viele Orte gesehen.« »Hast du das? Mehr als Konor und deine Heimatwelt können es doch wohl kaum gewesen sein, oder?« »Doch. In meiner Heimat bereisen wir die Sterne. Fremde Völker und ihre Städte sind uns deshalb nicht fremd.« »Beeindruckend! Sollte dieser unselige Krieg je enden, wollen wir das auch in Konor tun. Die technologischen Voraussetzungen haben wir, jedoch verhindert das unendliche Schlachten, dass wir sie auch nutzen können. Dabei träume ich oft davon, andere Welten zu besuchen und zu entdecken. Doch fürs Erste wird das wohl nur ein Traum bleiben. Vielleicht kannst du mir mal ein wenig von deinen Erlebnissen berichten, wenn wir etwas Zeit dafür finden.« »Sehr gern. Dass ihr euer Potenzial nicht nutzen könnt, ist wirklich deprimierend. Aber vielleicht dauert der Krieg ja nicht mehr allzu lang.« »Wie meinst du das?« »Nur so ein Gefühl. Vielleicht liegt es an eurer beeindruckenden Stadt. Vielleicht einfach an der Tatsache, dass ich jetzt auf eurer Seite bin. Den eigenen Einfluss überschätzt man immer maßlos. Das ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft.« »Nicht nur eine menschliche.« »Ich verstehe«, sagte Adrian lächelnd. »Das ist gut. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, warum man dich mit diesen Prothesen ausgestattet hat. Um natürliche Merkmale deiner Spezies wird es sich doch wohl eher nicht handeln, oder? Zumindest an den Beinen erkenne ich eindeutig Rorak-Technik und ihre Verbindung zum Fleisch scheint mir nicht organisch genug.« »Gut beobachtet. Wir Menschen sind genauso aus Fleisch und Blut wie die Anserin, die Rorak und die Jürlen. Die künstlichen Unterschenkel und die Waffe an meinem Arm sind mir von Rorak-Wissenschaftlern eingesetzt worden.« »Warum? Normalerweise sind die Rorak nicht so freigebig mit ihren Geschenken, erst recht nicht gegenüber Angehörigen fremder Völker.« »Es war kein Geschenk. Es war grauenhaft. Sie haben mir ohne Betäubung die Unterschenkel entfernt und ihrer Stelle diese Dinger hier eingesetzt. Was sie mit meinem Arm angestellt haben, verstehe ich bis heute nicht so ganz. Jedoch tat auch das unheimlich weh und hat mir am Ende diesen Waffenarm beschert. Ich denke, es war ein Experiment. Ein Experiment, bei dem sie lieber das Leben und die Gesundheit eines Söldners riskiert hatten, anstatt das ihrer eigenen Leute. Anscheinend wollten sie damit eine Art Supersoldaten schaffen. Ob ich es überleben würde, kümmerte sie nur am Rand, aber da es mir gelungen war, hatten sie anscheinend gehofft, dass ich wenigstens für ein bisschen Aufregung bei euch würde sorgen können.« »Das tut mir leid«, sagte ich und legte dem Söldnerführer tröstend eine Hand auf die Schulter. »Die Rorak sind leider unbeschreiblich grausam und rassistische Arschlöcher noch dazu.« Bereits kurz bevor wir die Stadt erreichten, schoben sich die breiten Tore unserer hohen, gelb-grünlich schimmernden Stadtmauer aus verhärteten Jonmella auseinander und spuckten einen Strom von Soldaten mit ernsten, leeren Gesichtern aus. Zehntausende, die uns wie eine Flutwelle entgegenbrandeten und sich um uns herum teilten wie ein Fluss um einen größeren Stein. Anders als die normalen Jüllen-Soldaten trugen sie alle eine weiße Kapuze zu ihrer gelben Uniform. »Was ist das?« fragte Adrian beeindruckt. »Eine Großoffensive?« Ich lachte, aber mein Lachen hatte etwas Bitteres. »Das ist keine Großoffensive. Für unsere Verhältnisse wäre das bestenfalls ein mittelgroßer Trupp. Nein, das hier sind die Anjöl, die zu ihrem letzten Gefecht ausziehen.« »Wer oder was sind die Anjöl?« »Mutter Flamme brennt uns aus«, sagte ich traurig. »Das ist der Preis dafür, wenn man so hell brennt wie wir. Irgendwann verlöschen wir,
werden zu Asche, verlieren unseren Antrieb, unsere Lebensfreude, letztlich sogar die Schärfe unseres Geistes. Unwiederbringlich. Daran sterben wir auch, falls uns nicht vor der Krieg dahinrafft. Ein Teil von jenen, die merken, dass dieses Schicksal naht, geht aus freien Stücken in die Yon-Mella ein. Der Rest schließt sich den Anjüllen an und sucht im Kampf den Tod. Dieses Schicksal steht auch mir bevor, frühestens in 15, spätestens in etwa 25 Jahren. Was ist die Yon-Mella? Fragte Adrian. Ich erklärte es ihm, wobei ihn diese Erklärung gleichermaßen abzustoßen wie zu faszinieren schien. Wahrscheinlich sollte mich das nicht wundern. Immerhin hatten viele Völker ein Problem damit, ihre Toten zu verzehren. Außer den Kannibalen aus Dankor, die dies sogar bei Lebenden praktizierten, was mich wiederum zutiefst anwiderte. Das klingt alles grauenhaft. Bringt das Opfer dieser armen Anjüllen euch wenigstens etwas? Können sie den Rorak mit ihren Angriffen Schaden zufügen? Es ist kein Opfer. Die Anjüll haben nichts mehr, was sie opfern könnten. Asche kann man nicht mehr entzünden. Man kann sie bestenfalls dem Feind ins Gesicht werfen, solange sie noch glüht, und ihm damit womöglich ein wenig behindern. Genau das taugen die Anjüll durchaus. Sie stoppen den Vormarsch des Feindes und bringen seine Pläne für Offensiven durcheinander. Als Angriffsherr taugen sie aber nichts. Dafür sind sie zu unkonzentriert, zu verzweifelt, unmotiviert. Komplexe Strategien lassen sich nicht mehr mit ihnen besprechen. Dennoch bin ich ihnen dankbar. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass es hier relativ ruhig ist. Das liegt vor allem daran, dass Neue Arganon die zweitgrößte unserer Städte ist. Lediglich Huyannen, unsere Hauptstadt, ist noch größer. Jedoch liegt sie weit weg von der Front, tief in unserem Kernland. Jedenfalls bringt so eine große Stadt auch viele Anjüll hervor. Und diese sorgen wiederum dafür, dass sich die meisten Offensiven der Rorak eher auf andere Teile unserer Grenzen konzentrieren. Wir haben den Anjüll viel zu verdanken. Und doch, oder gerade deswegen, bedauere ich ihr Schicksal. Das würde ich selbst dann tun, wenn es mir nicht selbst bevorstünde. Wie könnt ihr überhaupt weiterkämpfen? Wie könnt ihr überhaupt leben mit dieser Gewissheit? So schwer ist das gar nicht. Andere Völker wissen, dass sie am Ende ihres Lebens krank werden, dass sie in ihren Betten dahinsiechen, dass sie in Folterkellern verenden oder in den ewigen Schatten fallen. Diese Schicksale sind nicht weniger leicht zu ertragen. Diese ganze Show hier, diese irre Abfolge von Gesprächen, Gedanken, Erinnerungen, Aromen, Hoffnung und Erfahrung ist womöglich alles, was wir haben, Adrian. Keiner von uns weiß mit letzter Sicherheit, ob es danach weitergeht. Und selbst wenn doch, schmälert das nicht die Notwendigkeit zu leben. Im Gegenteil, wenn es keine Flucht ins Nichts gibt, sind wir umso mehr gezwungen, das zu umarmen, was wir haben. Wir können unsere Fantasien fliehen, gedanklich in andere Welten abtauchen, uns mit der Wärme unserer Erinnerung oder dem Glanz einer möglichen Zukunft trösten. Aber leben müssen wir. Warum also nicht versuchen, das Beste aus der Zeit zu machen, die wir haben? Und wenn danach nichts kommt? Wenn all das keinen tieferen Sinn hat? Einen tieferen Sinn? Was genau soll das überhaupt sein? Die Befehle und Erklärung eines unerreichbaren Gottes, dessen Ziele und Beweggründe du niemals ganz verstehen kannst? Dann wäre Sinn nichts anderes als Sklaverei. Nein, Adrian, den Sinn trägst du in dir. Wenn du dir eine bestimmte Anordnung von Punkten und Strichen ansiehst, wird daraus für dich ein Wort, dann ein Satz und, wenn er gut ist, sogar ein Satz, der für dich Sinn ergibt, der dich bewegt, der deine Weltsicht verändert und dein Herz aufblühen lässt. Trotzdem sind es eigentlich nur Striche und Punkte, die irgendwie den Weg in deinem Kopf gefunden haben. Erst du machst daraus etwas Großes, Bedeutendes. Genauso verhält es sich mit dem Leben. Du selbst hast es in der Hand, aus diesem wirren Strudel von Momenten etwas zu machen, das größer ist als seine Teile. Sinn ist keine festgeschriebene Formel, keine Offenbarung. Sinn ist ein Gefühl. Ziemlich philosophisch. Und auch ziemlich atheistisch für eine Frau, die an eine Mutter Flamme glaubt? Oh, ich glaube nicht an sie. Nicht in diesem Sinne. Ich bin nicht besonders religiös, aber ich mag Geschichten. Natürlich sind Geschichten auch manchmal gefährlich. Und die falschen Geschichten können den Weg in Barbarei und Erstarrung ebnen. Aber gute Geschichten können inspirieren und Halt geben. Und dafür muss man nicht einmal daran glauben, dass sie wahr sind.
Du bist eine beeindruckende Frau, sagte Adrian, als wir die letzten der Anjöl passierten und durch das noch immer geöffnete Tor in die Stadt traten. Er sagte es, ohne dabei übertrieben schmeichelnd oder schleimig zu klingen, weswegen ich in seinen Augen nach einem Zeichen von Ironie oder Lüge suchte. Ich fand nichts davon. Mag sein, sagte ich deshalb keck. Ich stamme ja auch aus einem beeindruckenden Volk. Kurz darauf erreichten wir den Sitz der Jüllat, ein kuppelförmiges, ebenfalls ganz aus verhärteter Jonmella gebautes und mit gelben Kristallen verziertes Gebäude, vor dem 4 Wachen in zeremoniellen, blassroten Uniformen standen. Diese Wachen waren unbewaffnet, da sie nicht wirklich dem Schutz des Jüllats dienen, sondern eher dem symbolischen Schutz unserer Gesetze repräsentierten. Dennoch beäugten sie Adrian und die anderen Neuankömmlinge neugierig. Hier trennen sich unsere Wege. Geh zum Tor und erzähl den Wachen, dass du und deine Leute beim Jüllat vorsprechen wollt, um euch als Söldner zu bewerben. Wir sehen uns dann zur Anhörung wieder. In der Zwischenzeit kannst du auch nach Verpflegung fragen. Wir haben auch nicht nur Jonmella, falls du es befürchtest. Das werde ich mir merken. Gut, sagte ich, und während der Söldner sie dicht gefolgt von Herrn Andrin und seinen Soldaten in das Jüllat-Gebäude begab, bewegte ich mich auf das viel kleinere, schlichtere und schmucklosere Gebäude zu, in dem ich lebte und arbeitete. Die Jüllati, die zufällig ausgewählten Mitglieder des Jüllats, hatten mich und viele vor mir zur Anivel bestimmt. Und da unsere Macht von unserem Volk ausging, sahen wir keinen Grund, uns über es zu erheben. Die wahre Macht lag ohnehin beim Jüllat. Wann immer ein Anivel grausam gegen andere Jüllen gehandelt oder sein Amt auf andere Weise missbraucht hatte, war es ihm über kurz oder lang wieder entzogen worden. Manche Fraktionen, wie die Srinada oder die religiösen Pyreen, waren unzufrieden damit, dass dem bzw. der Anivel kein härteres Durchgreifen erlaubt war. Aber ich konnte sehr gut damit leben. Der Sitz des Anivel bestand aus 7 Räumen. Einem Raum, der die Körperpflege und Hygiene diente, einem Speiseraum inklusive einem Vorratsmodul mit Zubereitungsmöglichkeiten für gewöhnliche Nahrungsmittel und einem direkten Anschluss an die Jonmella, sowie 3 Privaträume, die dem Arnivel sowie seinen beiden Beratern gehörten, die traditionell aus seinem aktuellen und seinem letzten Lebensgefährten bestanden. Dies mag nach Vetternwirtschaft klingen, aber so ist es nicht. Zum einen haben wir die Erfahrung gemacht, dass jene, die den Anivel gut kennen, ihn auch am besten ergänzen können, da niemand anders seine Stärken und Schwächen so gut beurteilen konnte. Zum anderen war so sichergestellt, dass er sein Privatleben und die damit verbundene Ausgeglichenheit behalten kann, ohne dabei von seiner Aufgabe abgelenkt zu werden. Vor allem aber endet das Amt des Anivel ohnehin nach einer festgelegten Zeit, weswegen er kaum Gelegenheit hätte, irgendwelche Seilschaften aufzubauen. Hinzu kam das Büro des Anivel und der kleine Anhörungssaal direkt am Eingang, in dem gelegentlich Fraktionsführer, Bürger oder Gäste empfangen wurden, an dem wir 3 den Großteil unseres Arbeitstages verbrachten. Dies war auch der Raum, in dem mich Surano und Srivana empfingen, als ich grübelnd und mit dem Staub des Kampfes bedeckt in das Gebäude zurückkehrte. Hallo, Skavini, sagte Surano fröhlich. Schön zu sehen, dass deine Flamme noch brennt. Seine Erleichterung war ihm dabei deutlich anzumerken, jedoch nur, weil ich ihn bereits seit unseren Kindertagen kannte. Für Fremde oder oberflächliche Bekannte war sein Gesicht stets so gut wie unbewegt. Ohnehin war Surano mit seinen kurzgeschnittenen hellgelben Haaren und dem traditionellen, eigentlich selbst bei den meisten Konservativen aus der Mode gekommenen, steifen und dunkelgrauen Julva-Gewand die fleischgewordene Entsprechung einer frisch errichteten Steinmauer. Standhaft, undurchsichtig, reizlos, etwas rau und dennoch zuverlässig, wenn man halt brauchte. Obwohl er nicht gänzlich unattraktiv war, hatten mich mehr die Not und die Freundschaft als die Leidenschaft in seine Arme getrieben. Zwar stand es jedem normalen Bürger frei, sich für die Partnersuche so viel Zeit zu lassen, wie er wollte, aber für den oder die Anivel galt das nicht, da die Beraterämter schnellstmöglich besetzt werden mussten.
Schon während meiner Zeit mit Srivana hatte ich Sura nur deshalb als ihren Nachfolger bestimmen müssen, weil ich schlicht nicht die Kraft gehabt hatte, lange nach jemand anderem zu suchen. Wir hatten, wie bereits erwähnt, auch Kinder miteinander gezeugt, um kein Gerede aufkommen zu lassen. Doch während er ihre Zeugung einigermaßen genossen zu haben schien, was selbst in solchen Situationen bei ihm nicht einfach zu erkennen war, hatte ich dabei kaum etwas gefühlt. Mit Srivana war mein Leben ganz anders gewesen. Verrückt und leidenschaftlich, so wie auch sie selbst äußerst leidenschaftlich war. Srivana war Wissenschaftlerin und zugleich Künstlerin, was bei uns auch keine so seltene Kombination war. Wir versuchten, möglichst viel aus unserem vergleichsweise kurzen Leben zu machen, solange unsere Flamme noch brannte. Auch jetzt gerade widmete Srivana, die noch immer jedes enge, dunkelrote Kleid trug, welches ich ihr geschenkt hatte, als wir beide noch an Mella, also verbunden gewesen waren, der Kunst. Auf ihrem Schoß ruhte eine halb vollendete Skulptur aus hellgrauem Stein, die sie bearbeitete, indem sie ihre leicht korrosiven Speiche darauf auftrug und so Linien, Rundungen und Kanten schuf. Soweit ich das erkennen konnte, sollte diese Skulptur Anmoni darstellen. Eine gefeierte Kriegsheldin unseres Volkes, die vor etwa 200 Jahren unsere Stadt durch einen geschickten Überraschungsangriff mit ihrem Zrym vor einer Eroberung durch die Rorak bewahrt hatte. Jeder Jüllin kannte und schätzte sie für ihren Mut und ihr taktisches Geschick. Dennoch hatte man sie schon kurz nach ihrer Heldentat gezwungen, in die Yon Mella zu steigen. Man hatte ihr vorgeworfen, die Havrila nicht geachtet zu haben. Und sie hatte sich sogar dann geweigert, ihrem Partner zu entsagen, als man ihr ausnahmsweise wegen ihrer Verdienste für die Jüllin ihre Strafe erlassen wollte, wenn sie dies tat. Wahrscheinlich war auch das der Grund, warum Srivana diese Skulptur anfertigte. Für sie war Anmoni genau deshalb eine Heldin gewesen und nicht wegen ihres Kriegsgeschicks. Srivana sah von ihrer Arbeit auf und begrüßte mich auf ihre eigene Art. Ohne Worte. Jedoch mit Schmerz im Blick und mit zitternden Lippen. Sie wollte sich ihre Gefühle nicht anmerken lassen. Dieser Raum war öffentliches Terrain. Selbst wenn gerade niemand hier war, konnte jeder Bürger ohne Anmeldung eintreten. Privatsphäre gab es nur in der Nacht. Am Tag hatten sich der Anivel und seine Berater im Anhörungsraum aufzuhalten. Selbst wenn Kriegseinsatz, Hygiene, Nahrungsaufnahme oder andere Aufgaben unsere temporäre Abwesenheit entschuldigten, musste sich immer mindestens einer von uns hier befinden, damit die Bürger einen Ansprechpartner hatten. Srivana wusste all das und deshalb wollte sie möglichst nicht riskieren, öffentlich ihre Fassung zu verlieren. Ich verstand sie gut. In meinem Innern sah es nicht viel anders aus, auch wenn ich es besser verbarg. Es wurde wirklich Zeit, dass diese verfluchte Havrila abgeschafft wurde. Aber die Chancen dafür standen miserabel. Die Garvila-Funktion war nach der letzten Losperiode stark genug gewesen, um mich zu wählen. Aber für eine solche Gesetzesänderung bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit. Diese würde es für uns niemals geben, solange dieser verfluchte Krieg andauerte. Die Leute klammerten sich in Zeiten der Gefahr besonders fest an Traditionen. »Sie brennt in der Tat noch, Surano«, sagte ich, ging ein paar Schritte auf ihn zu und ging mit ihm an Mella, ohne jede Leidenschaft und nur um die Etikette zu wahren. Unsere Zungen umschlangen sich nur für einen winzigen Moment und auch die Nervenstränge, die aus unseren Schultern und aus unserem Ellbogen hervorschossen, um unsere Gefühle miteinander zu verbinden, stellten nur einen derart kurzen Kontakt zueinander her, dass sich wahrscheinlich aus dem Studium seines Gesichtes noch mehr über seinen Gemütszustand hätte erfahren können. Aber auch wenn die Anmelde mit ihm alles andere als aufregend war, kostete es mich auch keine allzu große Überwindung. Ich liebte Surano nicht, aber wenigstens mochte ich ihn, schon allein wegen all dem, was er für mich getan hatte, als wir beide noch Kinder gewesen waren. Srivana sah währenddessen weg. »Was genau ist denn dort draußen geschehen?«, fragte Surano mich, als wir uns wieder trennten. »Hat dieses Häufchen Rorak tatsächlich versucht, uns anzugreifen?« »Ja«, erwiderte ich. »Allerdings war es so, wie wir vermutet hatten. Ihre eigenen Söldner haben sich gegen sie gewandt und sich stattdessen auf unsere Seite geschlagen. Der Kampf war schon vorbei gewesen, kaum dass er begonnen hatte.« Plötzlich erwachte Srivanas Interesse an unserem Gespräch. »Das könnte unsere Chance sein«, sagte sie aufgeregt.
Wenn nun sogar schon die Söldner es wagen, den Tyrannen die Treue zu brechen, können wir diesen Krieg vielleicht wirklich beenden. Zumindest falls das nicht nur ein Einzelfall war und mehr Söldner so denken wie sie. Zusammen mit unseren Kontakten zu den Friedensstiftern könnte diese Unzufriedenheit genügen, um Sakshar zu stürzen und einen neuen dauerhaften Frieden auszuhandeln. Und uns endlich die Hoffnung auf ein Zusammenleben zu geben, fügte ihr Blick hinzu, ohne es auszusprechen. Wir sollten nichts überstürzen, widersprach ich, auch wenn es mir weh tat. Die Friedensstifter sind nach wie vor deutlich in der Unterzahl. Selbst mit allen Söldnern und mit den Ausgestoßenen, mit denen wir in Kontakt stehen, wäre der Ausgang einer Rebellion alles andere als sicher. Sakshar ist einfach dafür zu stark und die Kriegslust der meisten Rohak ist noch um ein Vielfaches stärker. Sie müssen Sakshar ja nicht allein stürzen, widersprach Srivana. Wir können eine Großoffensive starten und sobald unsere Truppen vor ihren Toren stehen, erheben sie sich auf unser Signal hin auch die Söldner, die Hareks und die kriegsmüden Rohrak. Das könnte wirklich funktionieren, Skavini. Nach all den Jahren hätten wir endlich Aussicht auf Frieden. Ich würde es mir so sehr wünschen, Srivana, sagte ich mit mehr Schmerz und Liebe in der Stimme als angemessen war. Das ist ein wundervoller Traum. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es mehr ist als nur das. Wenn wir jetzt alles auf eine Karte setzen, können wir damit leichtfertig die Ausrottung unserer Spezies riskieren. Willst du wirklich ein so hohes Risiko eingehen und all den anderen Schwestern und Brüdern in den möglichen Tod schicken? Das ist nun mal das Wesen des Krieges, widersprach Srivana energisch. Deswegen hasse ich ihn ja so. Aber wenn wir ihn beenden wollen, müssen wir Risiken eingehen. Wir treiben dieses Spiel seit Generationen, Skavini. Wir gewinnen etwas Land und verlieren es wieder. Die Rohrak erobern eine unserer Städte und wir erobern sie zurück, ohne dass sich irgendetwas Wesentliches tut. Wenn wir weiter eine Chance nach der anderen verstreichen lassen, wird das noch hunderte Generationen so weitergehen. Das bedeutete viele Millionen weiterer Leben, die von Angst bestimmt sein werden und die von Tod bestimmt sein werden, die von Hoffnungslosigkeit bestimmt sein werden, falls wir nicht schon vor den Krieg oder... was beinahe noch schlimmer wäre, uns selbst verlieren. Unsere Stärke liegt aber leider gerade in unserem langen Atem. Die Rohrak vermehren sich viel langsamer als wir. Ihr technologischer Vorsprung hat sich seit knapp 100 Jahren, als sie dieses verfluchte Delikton-Panzer entwickelt hatten, eher verringert als vergrößert. Sie mögen ihre seltsame Sakshar-Magie und mehr Ressourcen und Disziplin haben, aber wir haben mehr und kreativere Wissenschaftler. Ohne den Zustrom der Söldner, die sie so verachten, hätten sie diesen Patt schon längst nicht mehr aufrechterhalten können. Wenn sie diesen Vorteil jetzt auch noch verlieren und wenn die Zahl der Kriegsmüden weiter wächst, werden wir die Rohrak letzten Endes besiegen können. Aber das wird Zeit brauchen. Ein paar Jahre, vielleicht auch nur einige Monate, aber so lange werden wir warten müssen. Ich will nicht länger warten! Schrie Srivana so laut, dass sowohl Surano als auch ich zusammenzuckten und sogar einige Passanten neugierige Blicke durch den immer offenen Eingang riskierten und warf dabei ihre Anmoni-Skulptur so heftig zu Boden, dass sie zerbrach und sich im ganzen Anhörungssaal verteilte. Wenn das alles ist, zu dem wir hier in der Lage sind, können wir uns auch gleich in die Yon-Mella stürzen. Du vergisst dich, Srivana. Tadete ich sie, auch wenn mir ihr offensichtlicher Schmerz das Herz zerriss. Oh ja, ich vergesse mich, sagte Srivana nun wieder deutlich leiser und mit vor Verzweiflung zitternden Händen. Ich vergesse mich mit jedem Tag ein Stückchen mehr. Vielleicht ist die Lage gar nicht so aussichtslos, wie du meinst, sagte Surano, der gerade einen Blick auf das Display seines rechten Unterarms warf. Inwiefern? Gerade habe ich einen Bericht von unseren Agenten erhalten. Im Reich der Rohrak tobt ein Bürgerkrieg. Was? Es beginnt, sagte Srivana und weinte gelbe Tränen der Erleichterung, die wie ein reinigender Regen über ihr Gesicht liefen. Die Friedensstifter erheben sich. Das leider nicht. Aber die Hardliner um Unterdiadant Derok erheben sich gegen die amtierende Sakshar. Die sind ja sogar noch schlimmer als die bestehende Regierung. Fanatische Rassisten, Frauenhasser und Kriegsfetischisten. Das stimmt, dennoch könnte uns das entstehende Chaos nützen. Derok und sein Männerbund ist zwar,
wenn man das gesamte Rorak-Imperium betrachtet, zahlenmäßig nicht viel größer als die Friedensstifter, aber gerade im Hauptquartier und in der umliegenden Stadt sind sie eine nicht zu unterschätzende Macht und haben viele Anhänger in zentralen Positionen. Außerdem sind sie gut ausgerüstet und haben sich lange auf diesen Schritt vorbereitet, auch wenn ich nicht damit gerechnet hätte, dass ich ihre Rebellion noch erleben würde. Wenn nun allerdings wirklich Bürgerkrieg herrscht und sich die Rorak gegenseitig an die Gurgel gehen, ist Srivanas Plan längst nicht mehr so riskant, wie er erscheint. Bekämpfen sie sich denn bereits? Noch nicht. Derok mobilisiert wohl noch seine Truppen, nachdem er all seine Verbündete in einer Nacht- und Nebelaktion aus dem Hauptquartier geholt hat, um einer möglichen Säuberung durch Sakshars Schatten zuvorzukommen. Und Sakshar bereitet sich auf den Sturm vor, der da kommen wird. Unsere Informanten außerhalb des Hauptquartiers meinten aber, dass es wohl nur noch eine Frage von Tagen ist, falls es überhaupt so lange dauern wird. Wir müssen handeln, Scavini. Wahrscheinlich wird der Sieger schnell feststehen und wenn er feststeht, ist unsere Gelegenheit vertan. Nur solange sie uneins sind, können wir losschlagen. Außerdem, sollte Derok gewinnen, könnte es für uns noch übler werden als zuvor. Nach allem, was wir über ihn wissen, ist er ein rücksichtsloser Bastard, gegen den Sakshar noch eine vernünftige Gegenspielerin ist. Wahrscheinlich wird er auch nicht vor experimentellen Waffen zurückschrecken, die das Risiko bergen, seine eigenen Leute zu schaden. Vielleicht nimmt er sogar die Zerstörung von ganz Konor in Kauf. Ich bitte dich, Scavini, wir müssen angreifen. Ich sah in die Augen der Frau, die ich liebte, und sah ihre Entschlossenheit. Dann sah ich zu dem Mann, den ich respektierte, und registrierte sein überzeugtes Nicken. Beides schaffte es nicht, meine Zweifel gänzlich zu beseitigen, aber dennoch... In Ordnung. Wir werden angreifen. Ich werde Botschaften an die Kornanivel aller grenznahen Siedlungen schicken, damit sie uns so viele ihrer Soldaten, Zrüm und Panzer entsenden wie möglich. Danke, Scavini. Damit tust du unserem Volk einen großen Gefallen. Ich hoffe es. Aber es gibt eine Bedingung. Bevor wir losschlagen, will ich mich der Unterstützung der Söldner versichern. Und wie willst du das anstellen? Unsere Kontakte zu den Söldnern sind dürftig, um nicht zu sagen inexistent. Die meisten von ihnen befinden sich im Hauptquartier unter ständiger Aufsicht von Sakshars Schatten. Wie soll es uns da gelingen, mit ihnen Kontakt aufzunehmen? Uns vielleicht nicht, aber mit etwas Glück haben wir bald einige neue Söldner in unseren Reihen, die das dafür uns leisten könnten. Die sich gegen die Rorak erhoben haben? Genau die. Wenn wir einige von ihnen mit unseren schnellen Panzern oder mit den Zrüm transportieren, sind sie in wenigen Stunden in der Nähe des Hauptquartiers. Selbst wenn wir berücksichtigen, dass wir sie nicht so nah heranbringen können, dass die Aufklärer der Rorak etwas davon mitbekommen. Sobald sie erst das Hauptquartier erreicht haben, können sie sich zum Schein erneut den Rorak-Söldnern anschließen und für uns spionieren. Ich glaube, du stellst jetzt etwas so einfach vor, Scavini. Immerhin ist es nicht ausgeschlossen, dass die Rorak vom Verrat dieser Söldner Wind bekommen haben. Das glaube ich nicht. Du hättest sehen sollen, wie ihr Anführer Adrian unter den Rorak gewütet hatte. Selbst ohne unsere Hilfe hätten er und seine Leute sie vielleicht überwunden. Sie haben irgendwas mit ihm angestellt. Er ist zur Hälfte ein kybernetischer Organismus. Und das ist noch nicht alles. Er hat Reflexe und eine Zielgenauigkeit, die schier unbeschreiblich ist. Und seine Präsenz hat etwas Einnehmendes. Als wäre seine Seele größer als die anderer Wesen. Wenn sich so jemand plötzlich gegen dich richtet, denkst du nicht daran, Meldungen an deinen Vorgesetzten zu machen. Dann denkst du nur an dein nacktes Überleben. Außerdem werden sie ihre Rebellion gut geplant haben. Und du weißt so gut wie wir alle, dass die Rora-Kommunikation streng hierarchisch funktioniert. So idiotisch es ist, nur der Anführer eines Trupps hat die Möglichkeit, Nachrichten ans Hauptquartier zu senden. Adrian weiß das bestimmt. Er wird den Anführer seiner Einheit also mit Sicherheit als erstes ausgeschaltet haben. Nehmen wir einmal an, du hast recht, sagte Sorano, wobei er sich nervös die Stirn knetete. Ein Zeichen dafür, dass er die Argumentation seines Gegenübers für mindestens mittelgroßen Schwachsinn hielt. Dann glaube ich dennoch nicht, dass die Rorak deinen Adrian und seine Leute einfach wieder aufnehmen werden. Sie sind in ihren Augen Versager und als solche könnten wir noch froh sein, wenn man sie friedlich auf den Straßen ihrer Stadt verhungern lässt. Normalerweise mag das stimmen,
Aber Saksha ist in Bedrängnis. Wenn Derok praktisch vor ihrem Thronseil lauert, wird sie keine Unterstützung ablehnen, egal ob erfolgreich oder nicht. Im Grunde kann sie sich sogar keinen besseren Verbündeten als ihn wünschen. Nicht nur, weil er solch eine Kampfmaschine ist, wenn es stimmt, was Gavini beschreibt, woran ich nicht zweifle. Anders als ihren eigenen Leuten steht er auch nicht im Verdacht, einer von Deroks Agenten zu sein, da Derok jeden, der kein Rorak ist, inbrünstig hasst. Sie wird ihn mit Sicherheit aufnehmen. Und wenn er die anderen Söldner davon überzeugen kann, dass wir für ein Ende ihrer Unterjochung und ein Leben in gegenseitiger Toleranz stehen und dass wir gute Chancen haben, den Rorak zu schlagen, haben wir so gut wie gewonnen. Dann haben wir Verbündete im Herzen des Feindes. Und wenn wir dann mit unserer gesamten Stärke angreifen, helfen wir ihnen selbst, ihre beschissenen Direktorenpanzer nicht mehr weiter. Was ist nur in euch beide gefahren? Habt ihr einmal darüber nachgedacht, was passiert, wenn dieser Adrian oder einer seiner Leute unseren Plan verrät? Er hat einmal die Seiten gewechselt. Warum sollte er das nicht wieder tun? Ich sehe keinen Grund, aus dem er das tun sollte. Er und seine Leute haben ein großes Risiko auf sich genommen, als sie sich in die Mitte des Sturms auf unsere Stadt gegen die Rorak gewendet haben. Sie konnten sich nicht sicher sein, dass wir ihnen helfen. Außerdem haben sie alle unter den Rorak gelitten. Ich sah es in ihren Gesichtern. Sie haben keine Liebe für sie übrig. Nein, Surano, dies taten sie nicht leichtfertig, sondern aus Überzeugung. Warum stellst du dich denn plötzlich überhaupt so quer? Du warst doch gerade noch selber für diesen Angriff. Ja, aber ich denke, dass die Uneinigkeit unserer Feinde vollkommen ausreicht. Wir können das Schicksal aller Jüllen doch nicht von der Loyalität eines fremden Söldners abhängig machen. Das ist rassistisch! Das ist nicht rassistisch. Das ist vernünftig. Seine Herkunft wäre mir vollkommen gleichgültig, wenn ich in ein paar Monaten mit ihm gelebt hätte. Aber wir kennen ihn kaum. Wie sollen wir ihm dann vertrauen? Saksha hat ihm vertraut. Und das soll mich beruhigen? Außerdem hat sie ihn benutzt. Das ist ein Unterschied. Schluss damit. Wir werden diesen Plan verfolgen. Aber ich bin die Arnivel. Es liegt an mir, diese Entscheidung zu treffen und ich halte meinen Plan, trotz aller mehr oder weniger berechtigten Zweifel, für den besten. Für eine Garvila redest du ganz schön autoritär, sagte Surano, der selbst der eher zentrivistischen Onvila-Fraktion angehörte. Eigentlich dachte ich, dass du selbst nicht viel von Macht hältst. Halte ich auch nicht. Ich habe sie nie gewollt. Aber der Jüllat hat sie mir nun einmal verliehen. Und jetzt, wo ich sie habe, will ich sie nach bestem Wissen und Gewissen nutzen. Silvana sah mich dankbar an, während Surano sichtlich mit sich rang, wobei er sich zu einem Nicken zwang. Äußerlich blieb er gefasst, wie es nun mal seine Art war. Jedoch floss ein winziger Speicheltropfen aus seinem Mund, der sich trotz seiner geringen Größe zischend in den nicht aus Yon Mella, sondern aus glänzendem silbrigen Stahl bestehenden Boden fraß. Der Tonfall der Worte, die daraufhin seinen Mund verließen, war nicht weniger ätzend, wenn auch nicht offen aggressiv. Wo wir gerade beim Jüllat sind, liebes Gavini. Anscheinend hast du die Rechnung ohne ihn gemacht, denn wenn sie deine Söldner nicht akzeptieren, wird aus all dem nichts. Daran habe ich natürlich gedacht, sagte ich, ohne mich aus der Ruhe bringen zu lassen, wobei es eigenartig war, sich einmal besonderer zu fühlen als der sonst stets so beherrschte Surano. Im Jüllat sitzen im Moment 368 Garvila, 281 Onvila, 220 Zurinada und 131 Pyren. Für den Abschluss neuer Söldnerverträge reicht eine einfache Mehrheit von 501 Stimmen. Die Stimmen der Garvila-Fraktion werde ich mit etwas Überzeugungsarbeit wahrscheinlich bekommen. Die Pyren können wir vergessen. Sie sind zwar nicht so fremdenfeindlich wie die Rorak, aber sie sind dennoch fest davon überzeugt, dass Mutter Flamme uns allein dazu auserkoren hat, unsere Kriege zu führen. Nicht wenige der Zrinada denken ähnlich, zumal sie sich unter ihnen auch einige befinden, die mich absolut nicht leiden können und schon deshalb gegen alles stimmen würden, was auch nur ansatzweise nach einem Erfolg für mich aussehen könnte. Trotzdem sollte man sie in dieser Angelegenheit nicht außer Acht lassen. Die Onvila haben damals mehrheitlich für meine Ernennung gestimmt, wobei ihnen mein Gegenkandidat wohl einfach zu radikal religiös war. Sie lieben mich nicht gerade, aber ich denke dennoch, dass wir hier am ehesten auf Stimmen hoffen können. Aber es bleibt eine Unsicherheit, denn letztlich entscheidet jedes Jüllat-Mitglied für sich selbst. Deshalb meine Bitte an euch, tut, was ihr könnt, um die Jüllati zu überzeugen.
Auf mich kannst du zählen, sagte Srivana. Auch wenn ich nicht weiß, welchen Einfluss ich nehmen kann. Ich war vor meiner Zeit als Beraterin, wie du ja weißt, Künstlerin und Biologin und habe mich mehr mit Skulpturen und Zellstrukturen als mit Politik, dem Knüpfen von Kontakten oder dem Aufbau meines Charismas beschäftigt. Trotzdem danke ich dir, Srivana, antwortete ich mit einem angedeuteten Lächeln. Ich weiß nämlich noch so gut, wie überzeugend du sein kannst. Wir wechselten einen kurzen Blick, der die Schönheit der Erinnerung mit dem Schmerz des Augenblickes verband. Dann wandte ich mich an Surano. Wie sieht es mit dir aus, Surano? Den Jöler zu überzeugen, ist eigentlich die Aufgabe der Söldner und die deine, falls du als ihre Fürsprecherin auftrittst, antwortete Surano kühl. Auch wenn mich seine Skepsis nicht überraschte, enttäuschten mich seine Worte dennoch. Du bist mein Berater, verdammt! Und mein Anmella! Wie kannst du mich da im Stich lassen? Surano sah mich auf eine überhebliche, fast schon väterliche Art an, die er zum Glück nicht oft an den Tag legte, die mich aber jedes Mal zur Weißglut brachte. Was hat das damit zu tun? Ein Berater gibt dir seinen Rat und ein Anmella seine Liebe. Zu beiden Rollen gehört es nicht, Jüllert mit Liedern in ihre Gewissensentscheidung reinzureden. Aber ich werde dennoch mein Bestes tun, um den Onvila, die ich kenne, die Argumente näher zu bringen, die du vorbringst. Ich werde aber weder irgendwelche Psychotricks anwenden, noch die Lage beschönigen oder mit meiner eigenen Meinung hinter dem Berg halten. Das ist alles, was ich dir anbieten kann. Das ist nicht gerade viel. Aber das ist mein letztes Wort. Ich bin dein Anmella, nicht dein Sklave. Es folgte eine angespannte, frostige Stille, die erst endete, als Srivana das Wort ergriff. Wir sollten etwas essen. Das wird uns allen gut tun. Das ist eine wunderbare Idee. Der Kampf und dieses Gespräch haben mich mehr ausgelockt, als ich erwartet hätte. Geht ruhig. Ich habe keinen Hunger. Ich werde dabei die Stellung halten und das entsorgen, was von Srivanas Kunstwerk übrig geblieben ist. Sobald ihr wieder zurück seid, würde ich mich gerne ein wenig um die Stadtkinder kümmern, wenn meine Arnivel nichts dagegen hat. Aber keine Angst. In der Jugendhalle werden auch einige Leute aus dem Jüllert sein, mit denen ich reden kann. In Ordnung, sagte ich und kam mir schäbig vor, Suranos Ehrenhaftigkeit so in Frage gestellt zu haben. Noch dazu, wo er nichts weiter verlangte, als einen Dienst an der Gemeinschaft tun zu dürfen. Grüße Sira und Onvavini von mir. Dabei handelte es sich um ein Mädchen und einen Jungen, die ich von meinem viel zu seltenen Besuchen in der Jugendhalle kannte. Dennoch hatte ich die beiden lieb gewonnen und sie mochten mich. Zumindest war das vor einigen Monaten noch der Fall gewesen. Das werde ich tun, antwortete Surano knapp. Kurz dachte ich darüber nach, ob ich noch einmal an Mella mit ihm gehen sollte. Aber so richtig war ich nicht in der Stimmung und als Srivana mich aufforderte, mit ihr etwas essen zu gehen, folgte ich ihr und ließ Surano allein im Anhörungssaal zurück. Kurz darauf befanden Srivana und ich uns gemeinsam im Speiseraum. Es war der einzige Ort, an dem wir wenigstens noch für einen Moment allein sein konnten. Unsere Privaträume waren füreinander tabu und im Anhörungssaal waren wir zumindest theoretisch stets auf dem Präsentierteller der ganzen Stadt, selbst wenn Surano einmal nicht bei uns war. In dem Raum gab es einen Tisch mit 4 Stühlen, direkt neben einem Vorratsmodul, aus dem man bei Bedarf verschiedene Speisen wählen und zubereiten lassen konnte. Diesen benutzte ich jedoch meist nur allein oder zusammen mit Surano. Für diesen kurzen privaten Moment, der nicht mehr als vielleicht 15 oder 20 Minuten andauern durfte, um keinen Verdacht zu erregen, wählten wir hingegen die Yonmella. Der Konsum der Yonmella war aus mehreren Gründen eine fast schon erotische Erfahrung. Das begann damit, dass wir die gelbliche Flüssigkeit, aus der wir alle zu einem guten Teil bestanden und in der viele von uns eingegangen waren oder irgendwann eingehen würden, nicht nur durch den Mund aufnahmen, sondern durch unsere Nutrion. Dicke, bewegliche Schläuche, die in unserem Bauchnabel angelegt waren und die wir genau wie unsere Anmella-Nervenstränge an unserem Körper hervorschießen lassen konnten. Zum einen benutzten wir eben jene empfindliche Verbindung zusammen mit unseren Anmella-Strängen auch beim Liebesspiel und für die Fortpflanzung, weswegen die Assoziationen hierzu fast zwangsläufig entstanden.
Zum anderen mussten wir nackt sein, um sie ohne größere Schwierigkeiten verwenden zu können. Ganz abgesehen davon, dass dies auch die Tradition gebot. Deswegen sah ich nun Srivanas aufregenden Körper ohne jede Hülle vor mir. Ich betrachtete ihre muskulösen Schultern, ihre feinen definierten Schlüsselbeine, die Wölbung ihrer Brüste, die spitzer und schmaler waren als etwa bei Anserin oder Bravianern, sowie die empfindliche Öffnung zwischen ihren Beinen, die nur der Eiablage und dem Empfinden von Lust, jedoch nicht der Ausscheidung von Abfallstoffen diente. Prozesse, die den Stoffwechsel betrafen, regelten sich bei uns Jüllen ausschließlich über die Nutrion, den Srivana in diesem Moment aus ihrem Bauchnabel hervorschnellen ließ, um ihn in die Yonmela zu tauchen. Zuletzt blieb mein Blick an ihren kräftigen Oberschenkeln und den schlanken Unterschenkeln hängen, die in Füßen mit 6 wohlgeformten Zehen endeten, wenn man von dem einen Zeh an ihrem linken Fuß absah, der seit ihrer Geburt etwas verkümmert war, was sie jedoch im Alter kaum einschränkte. Wir wechselten einen Blick, der mit Leidenschaft begann, jedoch bereits eine Sekunde später nichts weiter ausdrückte als Schmerz. Der Gedanke an unsere Vereinigung, die für mich früher zu den schönsten Erfahrungen in unserem gemeinsamen Leben gehörte, die uns hatte lachen, weinen, verschmelzen und erbeben lassen, tat nun, wo er nicht mehr als bloße Vorstellung ohne Hoffnung und Erfüllung war, einfach nur noch weh. Ihr schien es in dieser Hinsicht nicht anders zu gehen. Also wandte ich meinen Blick von ihr ab und tauchte stattdessen auch meine Nutrion in die Yonmela. Das Gefühl, wenn die Yonmela einen durchströmt, kann man einem Nicht-Jüllen nur schwer beschreiben. Es ist ein wenig wie nach Hause zu kommen, wie sich noch einmal in die Wärme des Mutterleibs oder den Schutz der Eierschale zu hüllen. Nur ist es gleichzeitig viel aufregender, euphorisierender. So, als ob ein frischer Wind aus Minze und ätherischen Ölen durch die Körpermitte fegen und sich in jeder Ader, in jedem noch so feinen Kapillargefäß verteilen würde. Ja, technisch gesehen verzehren wir dabei unsere Toten, aber dank der speziellen Salze, mit denen wir die Yonmela präparieren, gibt es daran nichts Fauliges oder Ekelhaftes. Und falls doch, wird es durch den puren Druck der Euphorie aus unserem Bewusstsein gespürt. Trotzdem war es kein Vergleich zur Vereinigung mit einer Anmela, die man wirklich liebt. Denn wenn das Verzehren der Yonmela vorüber ist, bleibt von diesem Hochgefühl kaum etwas zurück. Glaubst du, dass es irgendwann eine Zukunft für uns beide geben wird? Fragte Srivana, während der Nährlösung in unserem Bauchnabel floss, wobei mich der fast schon nüchterne, abgeklärte, resignierte Tonfall, in dem sie sprach, zutiefst traurig stimmte. Glaubst du etwa, dass unsere Offensive misslingen wird? Fragte ich sie, um der emotionalen Dimension ihrer Frage auszuweichen, da ich andernfalls Gefahr gelaufen wäre, mich in ein weinendes Häufchen Elend zu verwandeln. Natürlich halte ich das für möglich. Ich bin nicht dumm, Scavini. Jeder Plan kann scheitern, selbst ein noch so guter. Trotzdem mache ich mir wegen unseres Angriffs am wenigsten Sorgen, auch wenn das eigenartig klingt. Vor allem frage ich mich, ob ein Sieg das Denken der Jüllin wirklich ändern würde. Natürlich, versuchte ich sie zu ermutigen. Wie sollte er das nicht? Wir sind keine Betonköpfe wie die Rorak. Wir sind, wenn auch mit Einschränkungen, ein freies Volk. Und wir sind es gewohnt, uns anzupassen. Wenn der Krieg die Gedanken unseres Volkes nicht mehr beherrscht, werden die Traditionalisten an Einfluss verlieren oder aber ihre Meinung ändern. Wie sollten sie es auch nicht tun angesichts der Morgendämmerung einer neuen Zeit? Das mag ja stimmen, sagte Srivana, die durch meine Worte kein bisschen aufgeheitert schien, obwohl ihr Nutrion unablässig flüchtiges, flüssiges Glück in sie hineinpumpte. Aber wie lange wird das dauern? 10 Jahre? 20 Jahre? 50 Jahre? Wie lange dürfen wir darauf warten, dass der Jüllat die richtige Zusammensetzung bekommt? Wie viel Zeit wollen wir ungenutzt verstreichen lassen? Wir sind nicht mehr die Jüngsten, Scavini. Ich bin 23 Jahre alt und du bereits 25. Wie viel Zeit bleibt uns noch, bevor unsere Flamme erlischt? Selbst wenn wir beide 49 werden sollten, bevor wir anfangen auszubrennen, kann es gut sein, dass wir den Rest unseres Lebens unter dem Joch der Chiavella verbringen müssen. Würdest du das wollen, Scavini? Selbstverständlich nicht, erwiderte ich verzweifelt. Aber was willst du stattdessen tun? Willst du das Risiko eingehen, in die Yonmela geworfen zu werden?
Willst du mit mir fliehen und dich in der Wildnis verstecken? Gar in den unbegehrten Landen? Oder bei den Dämonen unter der Oberfläche? Nein, sagte Trevana und sprach dabei mit einem Mal sehr leise. Aber ein gewonnener Krieg bietet Gelegenheiten. Dinge müssen neu geordnet werden, Land neu besiedelt. Zerstörtes muss wiedererrichtet werden. Es wird eine Zeit der Veränderung sein, damit hast du recht, aber wer sagt, dass es eine langsame, behutsame Veränderung sein muss? Viele der jüngeren Jüllen, gerade in den frontfernen Städten wie Hujanen oder Unavi, aber selbst hier in Neu-Arganon fühlen sich der Gavila-Fraktion zugehörig. Anderen geht diese in ihren Forderungen sogar nicht weit genug, weswegen sie sich Geheimbünden wie den freiströmenden Fluss, den Kindern des Wandels oder dem Iniwat-Orten angeschlossen haben. Das sind Extremisten, sagte ich schockiert. Sie sind im Jüllet nicht anerkannt, ja, sagte Trevana ruhig. Aber sie wollen dennoch das Richtige. Außerdem sind es viele und sie sind entschlossen. Vor allem aber finden sich unter ihnen einige der besten Wissenschaftler, Soldaten und Zrümpiloten unseres gesamten Volkes. Wenn wir diese Kräfte bündeln und auch die moderaten Garvila von unserer Sache überzeugen, können wir das alte System stürzen und durch ein neues ersetzen. Wir schmeißen all die ewiggestrigen Zruinada, all die Frömmen in Pyreen, ja sogar die opportunistischen Onvila aus dem Jüllat. Dann steht die Javila ein paar Wochen später nur noch in den Geschichtsbüchern. Du sprichst hier über Revolutionsrevana, tadelte ich sie schockiert. Über Hochverrat. Hast du vergessen, wer ich bin? Ich bin unsere verdammte Arnivel, die Hüterin unserer Gesetze und damit die Letzte, die man zur Mitverschwörerin bei einem Umsturz machen sollte. Eigentlich müsste ich dich für diese Pläne sofort festnehmen lassen. Aber das wirst du nicht tun. Nein, werde ich nicht, weil du deine hirnrissigen Pläne schnellstens wieder vergessen wirst. Wie kannst du auch nur daran denken, Fortschritt zu erlangen, indem du deinen Schwestern und Brüdern Gewalt antust? Veränderung lässt sich nicht mit dem Säurestrahler erzwingen, jedenfalls nicht die gute Art der Veränderung. Das ist nicht, was ich will. Wir werden ihnen kein Leid antun. Wir wollen sie lediglich von der Macht fernhalten, bis sie zur Vernunft gekommen sind. Und was, wenn sie sich nicht fernhalten lassen? Willst du sie lieb darum bitten? Es gibt mehr Möglichkeiten, mit Widerspruch umzugehen, als nur quatschen und morden. Ach ja? Und welche? Gefängnisse? Gehirnwäsche? Folter? Ich verstehe dich doch, Trevana. Die Javila ist eine Ungeheuerlichkeit. Sie tut uns seit Generationen seelische Gewalt an, aber wir können sie nicht durch Gewalt beenden. Wir Javila haben schon so viel verändert. Wir haben unser Volk vom Joch der Gier befreit. Wir haben eine Wirtschaftsordnung erschaffen, die dem Gemeinwohl und nicht der Gewinnung von persönlichem Reichtum dient. Wir haben ein Jüllat, an dem jeder Bürger teilhaben kann. Wir haben viele gute und sinnvolle Gesetze. Trotz des Jahrhunderte währenden Krieges. All das haben wir durch langsame Veränderungen erreicht. Durch behutsame, aber beharrliche Evolution, nicht durch Gewalt. Sieh mir in die Augen, Scavini, verlangte Trevana, während der Strom aus Yonmela langsam versiegte, weil unsere Körper genug davon hatten. Verwirrt, aber beinahe reflexartig gehorchte ich ihr. Ihre Augen waren hypnotisch. Dunkelgelbe, schimmernde Kugel mit einem ockerfarbenen Ring um die Pupille, in die Mutter Flamme oder, wo er die unbewusste Hand der Natur, rubinrote Einsprengsel hineingestreut hatte. Nun sag es mir, Scavini. Liebst du Surano? Verzehrst du dich nach ihm? Ich suchte nach Worten. Nach einer Ausflucht, nach einem wortgewandten Erklärung, aber diese Augen ließen sich nicht betrügen. Nein. Immerhin bist du ehrlich, stellte Trevana fest, während sie ihren Nutrien zurückzog und begann, ihre Kleidung wieder anzuziehen. Und würdest du es Leben nennen, deine Zeit an seiner Seite zu verbringen? Und nach ihm an der Seite eines weiteren Anmella, der diesen Namen nicht verdient, weil du verdammt nochmal mich liebst? Wärst du nicht bereit, alles dafür zu tun, um das zu verhindern? Bei den ihren letzten Worten tropften ein paar vor Wut genährte, hochkorrosive Tropfen Speichel auf den Boden und warfen selbst auf den besonders widerstandsfähigen Boden dieses Raumes Blasen. Nicht alles, sagte ich entschlossen, während auch ich mich anzog. Dann gibt es nichts mehr zu sagen, antwortete Trevana verbittert.
Als ich das Gebäude verließ, fühlte ich mich so verloren wie lange nicht in meinem Leben. Was wohl genau die Art von Gemütszustand ist, in den die Anführerin eines ganzen Volkes besser nicht verfallen sollte. Ich hasste mich dafür, machte mir selbst Vorwürfe, was aber nur dazu führte, dass es mir noch schlechter ging. Letzten Endes war es auch nicht verwunderlich. Es war ein schöner Tag. Weit und breit waren keine Truppen der Rorak zu sehen. Die Zrim glitten frei und anmutig durch den Himmel und tranken aus den für sie bereitstehenden Yon-Mella-Tränken oder jagten in den Straßen nach Kleintieren. Die Soldaten und Zivilisten, die nicht gerade ihrer Arbeit nachgingen, spielten miteinander Karten, Würfelspiele, Ballsportarten, stöberten im Bionett oder vergnügten sich in nur halb ernst gemeinten elektronischen Kampfsimulationen mit individuell gestalteten Fantasiegegnern und Projektilen aus Süßigkeiten und lachten dabei viel. Dies war wohl auch noch einer der Gründe, aus denen wir diesen schier endlosen Krieg so lange überstanden hatten. Wir gönnten uns bei unserer Arbeit und unseren Kampftraining genügend Zeit für Pausen, Schlaf und Fröhlichkeit und fürs Nachdenken. Wir waren deshalb äußerst gesund, stressresistent, psychisch relativ stabil und dadurch auch effektiv geblieben. Während die Rorak uns körperlich nicht so stark überlegen, hätten wir sie wahrscheinlich längst ohne große Schwierigkeit und mit einem Lächeln auf den Lippen in Grund und Boden gebombt. Ich liebte unsere Stadt. Und auch das Meistern unserer Lebensweise. Und so tauchte ich trotz meiner Trauer darin ein, so gut es mir möglich war. Immer wieder hörte ich Kinder lachen, Scherze oder sphärische Musik eines Niyam-Musikers, der seine Finger flink über sein kugelförmiges, gläsernes, grünschimmerndes Tasteninstrument wandern ließ, in dessen Innern automatisch holographische Symbole und Bilder erschienen, die die Stimmung des gespielten Liedes einfingen. Leute warfen mir ein Wort des Grußes zu oder machten eine respektvolle Geste, die jedoch wenig mit dem Kriechertum gemein hatte, das gegenüber Sakshar und anderen tyrannischen Herrschern praktiziert wurde. Es waren unglaublich friedliche Augenblicke. Aber in mir herrschte Krieg. Ich stand womöglich vor den wichtigsten Tagen unserer gesamten Geschichte. Und gerade jetzt waren mir meine beiden Berater, die noch dazu mein bester Freund und die Liebe meines Lebens waren, in den Rücken gefallen. Ich zweifelte doch stark daran, dass Surano auch nur einen Handschlag tun würde, um meine Position vor dem Jüller zu stärken. Wahrscheinlich konnte ich schon froh sein, wenn er nicht gegen mich arbeitete. Er war mein Freund. Er hatte mich durch Krisen geleitet, mir oft Mut zugesprochen, sich jeden Mist angehört, der mir auf der Seele gelegen hatte. Aber er hatte auch seine Prinzipien. Und die deckten sich leider nur in wenigen Punkten mit den meinen. Hinzu kam, dass ich diesen Adrian und seine Söldner zwar als eine große Chance begriff, ihn jedoch längst nicht so sehr vertraute, wie Surano vielleicht dachte. Dennoch war Srivana das größere Problem. Sie hatte mir ganz offen erzählt, dass sie einen Staatsstreich anstrebte und dafür mit Gruppen zusammenarbeiten wollte, von denen die eine, der freiströmende Fluss, zwar aus ein paar etwas schrägen, jedoch eher harmlosen radikalen Pazifisten bestand, die anderen beiden aber schon durch Anschläge auf öffentliche Gebäude, den Jüllat und sogar durch einige erfolgreiche und gescheiterte Attentate aufgefallen waren. Wenn ich diese Pläne nicht sofort dem Jüllat melden würde, würde auch ich mich des Hochverrats schuldig machen. Und das wäre noch das geringere Problem. Allein die Vorstellung, dass all diese fröhlichen Leute, die nach dem gewonnenen Krieg über den endlich beginnenden Frieden jubelten, im Moment des Triumphes zusammengetrieben und eingesperrt oder gar von den eigenen Leuten angegriffen werden könnten, brachte die gerade erst von mir konsumierte Yon-Mella beinahe zum Kochen. Warum nur musste der so schöne, so reine Gedanken des Fortschritts und der Freiheit für solch wirren Vorhaben missbraucht werden? Ganz egal, ob ihr Putsch Erfolg haben oder niedergeschlagen werden würde. Er würde entweder in ein Terrorregime oder in einen Bürgerkrieg enden, bei dem die Pyrenen oder die Srinada womöglich gewinnen und viele der Fortschritte aus dem letzten Jahrzehnten wieder zurücknehmen würden. Auch in ihren Kreisen gab es durchaus Individuen, denen die Veränderungen zu schnell gegangen waren und die sich ihrerseits über einen reaktionären Umsturz freuen würden. Nein, ich musste sie aushalten. Aber würde ich meine Anmeller, meine wahre Anmeller, einfach so zum Tode verurteilen können? Ich konnte diese Entscheidung nicht treffen. Noch nicht.
nicht inmitten von all diesen glücklichen Leuten. Erstmal hatte ich ohnehin etwas anderes zu tun, bevor in Kürze die Sitzung des Jüllats beginnen würde. Ich musste, wenn Surano mich dazu nicht ernsthaft unterstützen wollte, so viele Jüllati wie möglich auf meine Seite ziehen. Wahrscheinlich hätte ich mir die ganze Mühe sparen und stattdessen weiter der schönen Musik der Sniram-Spieler lauschen können. In den Stunden vor Beginn der allabendlichen Jüllat-Sitzung führte ich kurze, aber eindringliche Gespräche mit mehr als 40 Abgeordneten, denen ich in Grundzügen von meinem Plan erzählte. Einige von ihnen weigerten sich, mir überhaupt zuzuhören. Andere hielten den Plan für zu riskant oder sogar für vollkommen schwachsinnig. Wieder andere hatten grundsätzlich ein Problem damit, mit Söldnern zusammenzuarbeiten. Zwar waren ein paar Jüllati durchaus begeistert, jedoch hatte ich das unangenehme Gefühl, dass die meisten, die zu dieser Gruppe gehörten, schon von vornherein meiner Meinung gewesen waren. Lediglich bei einigen wenigen hatte ich tatsächlich das Gefühl gehabt, dass ich sie hatte umstimmen können. Ob das ausreichen würde, würde sich bald zeigen. Als ich den Sitz des Jüllats betrat, waren die Abgeordneten bereits auf dem Weg zu ihren Plätzen. Sie trugen ihre traditionellen gelben Overalls, auf deren Brustteil sich das Symbol befand, welches unsere Volksherrschaft symbolisierte. Ein großer weißer Kreis, in dessen Mitte sich die vielen kleineren Kreise befanden, von denen einige wenige rot hervorgehoben worden waren. Ich erkannte unter ihnen viele bekannte Gesichter. Und Wallo, den blassen, inoffiziellen Anführer der Pyreen-Fraktion, der ein Flammendiadem als Zeichen seines Glaubens trug. An Irani von den Srinada, die mit ihren ungekämmten roten Haar und den silbernen Schuhen, die sie zu ihrem Overall trug, zwar nonkonformistisch wirkte, jedoch unter dem Verdacht stand, den Jüllat im Grunde ihres Herzens zu verachten, der eine gewisse Sympathie zur Gesellschaftsordnung der Rorak nachgesagt wurde. Vor ihrer Zeit als Abgeordnete war sie sogar mehrmals mit Schafwasser erwischt worden, hatte jedoch einen, nach eigener Aussage, erfolgreichen Entzug hinter sich. Weniger schrill und radikal war Anubi, der großen Einfluss bei den Srinada besaß, auch wenn er mit seinem dunkelbraunen kurzer Schnitt, seinem etwas gemächlichen Gang und seinen stets neutralen Gesichtsausdruck keine besonders einprägsame Gestalt war. Weitaus auffälliger war dann schon Huana von meiner eigenen Garvila-Fraktion. Sie war so etwas wie das Maskottchen oder, nach der Meinung der Konservativen, die Schande des Jüllat. Sie trug ihre künstlich verlängerten Haare ständig in neuen, extravaganten Frisuren und hatte sie diesmal so nach hinten gegelt und verflochten, dass sie das Wort Inara formten, was so viel heißt wie Zrümkot. Zudem glänzte sie während der Sitzung gerne durch unhöfliche, ironische oder auch zynische Zwischenrufe und hatte, auch wenn sie es aus Prinzip ablehnte, persönlich wenig Probleme mit der Javila, da sie ihre Partner ohnehin in äußerst kurzen Abständen wechselte. Trotz all dem war sie eine brillante Denkerin mit einem messerscharfen Verstand, die, wenn es um ihre Arbeit als Jüllati ging, geradezu pedantisch sorgfältig war und ihre Gegner in jeder politischen Diskussion in Grund und Boden argumentieren konnte. Als sie mich sah, hob sie schwungvoll die Hand zum Gruß, den ich lächelnd erwiderte. Dann gab es da noch Onivi. Er gehörte zu den Onvila und war ein Soldat und Patriot durch und durch. Zwar bestand bei ihm kein Zweifel an seiner Achtung vor dem Jüllat, jedoch war er ebenfalls niemand, der Veränderungen gegenüber besonders aufgeschlossen war. Auch wenn er sich im Zweifel von seinem fast schon legendären Pragmatismus gleiten ließ. Auch er nickte mir grüßend zu. Surano und Srivana, die zwar keine Jüllat-Mitglieder waren, aber als meine Berater genau wie 200 ausgeloste Bürger das Recht besaßen, an der Sitzung teilzunehmen, entdeckte ich fürs Erste jedoch nicht. Obwohl zumindest einer von beiden der Sitzung hätte beiwohnen können, ohne damit seine Pflichten zu verletzen. Dafür sah ich ein anderes bekanntes Gesicht, als wir den Sitzungsraum endlich erreichten. Während ich mich auf dem kleinen balkonartigen Vorsprung stellte, den der Anivil vorbehalten war und der sich etwa auf halber Höhe des Gebäudes befand und die Abgeordneten ihre Plätze auf den weichen Sesseln der halbkreisförmig angeordneten Sitzreihen einnahmen, erblickte ich zum zweiten Mal den Söldnerführer Adrian.
Stolz wie ein Feldherr stand er vor seinem bunt zusammengewürfelten Haufen aus Söldnern, verschiedenster Völker auf der niedriger gelegenen Anhörungstribüne und musterte die hereinströmenden Giulatti aufmerksam. Unter seinem rechten Arm klemmte sein pechschwarzer Rorak-Rucksack, den er wie einen kostbaren Schatz an seinen Körper gepresst hielt, während sein linker Arm neben seinem Körper hing, wahrscheinlich um keine falschen Signale zu setzen, indem er mit seiner Armwaffe auf einen der Giulatti zielte. Neben ihm befand sich die Anserine Razza, deren Namen ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfahren hatte, die aber offenbar so etwas wie seine Sekundantin war, und stellte eine unsympathische Mischung aus Verachtung und Desinteresse zur Schau. Ich verabscheute diese Frau ganz instinktiv. Eigentlich glaube ich nicht daran, dass ein Wesen von Geburt an schlecht sein konnte, schon weil diese Vorstellung meiner Philosophie aus Gavila widerspreche. Aber ich hatte ehrlich gesagt noch nie einen Anserin getroffen, dem es nicht darum gegangen war, das Leben für alle, die mit sie zu tun hatten, ein großes Stück schlechter zu machen. Die Anserin ernährten sich von den Qualen anderer, wie wir von der Yonmella. Adrian schien, trotz der nicht eben geringeren Entfernung zu uns, den Augenkontakt zu mir zu suchen. Als er mich schließlich fand, lächelte er höflich, was ich erwiderte. Im Vergleich zu der Anserin wirkte Adrian, trotz seiner arroganten und selbstbewussten Haltung, respektvoll und beinahe schon sympathisch. Jedoch, ich konnte es damals nicht beschreiben und kann es immer noch nicht ganz, aber etwas an seiner Aura sorgte dafür, dass meine Haut juckte, meine Nackenspitzen sich hart aufrichteten und dass sich mein Speichel so sehr ansäuerte, dass er am Hals brannte und ich ihn nur deswegen nicht ausspuckte, weil man mir das als Affront gegen den Jüllert hätte aussehen können. Bei unserem ersten Treffen hatte ich zwar Ähnliches empfunden, war jedoch von dem eben erst gemeinsam durchlittenen Kampf, von Adrians Wortgewandtheit, von seiner eindrucksvollen Erscheinung und von seinem charmanten Lächeln abgelenkt gewesen. Doch nun, wo ich die kaum greifbare dunkle Energie, die von diesem Söldner ausging, erneut spürte, war ich zu der Überzeugung gelangt, dass es viel einfacher war, Adrian zu vertrauen, wenn er gerade nicht anwesend war. Als alle Yulet-Mitglieder und auch die Besucher ihre Plätze eingenommen hatten, endete das allgegenwärtige Gemurmel und machte einer gespannten Stille Platz. Ich gönnte mir noch einige Sekunden dieser Stille, während ich noch einmal das beeindruckende Herz unseres Reiches betrachtete. Der Sitzungssaal des Yulet war ein gewaltiger, kuppelförmiger Raum, und bis auf wenige Ausnahmen wie etwa dem stählernen Rednerbalkon oder den stoffbespannten Sitzen aus gehärteter Yonmella gefertigt. An der Decke hingen, an dicken Stahlketten und als Zugeständnis an die Pyrenen und unsere Traditionen, das ebenfalls aus Yonmella geformte, heilige Symbol des Glaubens. Eine entflammte Jüllin, die eine Säurefontäne in Form eines gezackten Speers in den Himmel spuckte. In die Decke und die Wände hingegen waren all unsere Gesetze in kleinster Schrift hineingraviert worden. Lesen konnte diese mikroskopischen Texte natürlich niemand ohne entsprechende Hilfsmittel, aber es ging auch mehr um ihre symbolische Bedeutung. Hierdurch wurden die Leiber unserer Toten zu Trägern der Gesetze, die sich die Lebenden gegeben hatten. Eine Verbindung, die uns niemand so einfach nehmen konnte. Wann immer der Jüllert ein Gesetz verabschiedete, abschaffte oder änderte, kamen KI-gesteuerte Arbeitsdrohnen zum Einsatz, die das Material verflüssigten und mit ihren Lasern die Texte anpassten. Diese Drohnen hätten wir theoretisch auch für unsere Kriegseinsätze benutzen können, und es gab so manchen wie auch ich, der das für sinnvoll erachtete, jedoch galt das dem Glauben leider als Sakrileg. Nach den Gesetzen von Mutter Flamme und Vater Koros sollte nur den Zerrüm der Kampf in der Luft erlaubt sein. Dennoch schwirrten auch in diesem Moment eine ganze Menge dieser hilfreichen Drohnen leise und diskret umher, um kleinere Schäden am Gebäude auszubessern, die Sitzung zu protokollieren und die Abgeordneten im Notfall vor Angriffen durch die Rorak zu warnen. Ich spürte, wie die Blicke der Anwesenden immer schwerer auf mir lasteten und wusste, dass ich nun beginnen würde. Es oblag allein mir, die Sitzung zu eröffnen. Und so tat ich es. Sehr geehrter Jüllert, als eure untertänigste Dienerin und im Namen des Volkes sowie im Namen von Mutter Flamme und Vater Koros eröffne ich hiermit die heutige Sitzung, die unter einem ganz besonderen Stern steht.
Wie ihr wohl alle wisst, haben die hier anwesenden Söldner einen Angriff der Rorak auf unsere Stadt vereitelt und bitten nun um einen Vertrag, der ihnen die Aufnahme in unsere Streitkräfte ermöglicht. Sagte ich und blickte dann direkt zu Adrian. Möchtest du, Adrian, als Kommandant für deine Leute sprechen und uns ihren Willen mitteilen? Das möchte ich, sagte er mit lauter und fester Stimme. Wir hatten schon vor geraumer Zeit eine Möglichkeit entdeckt, die Schallübertragung in geschlossenen Räumen durch ein ungiftiges Gasgemisch zu verbessern, weswegen technische Hilfsmittel nicht notwendig waren. Wir haben deine Bereitschaft vernommen. Wie lautet nun dein Wille und der Wille der Deinen? Wünscht ihr alle nach wie vor einen Vertrag abzuschließen? Wollte ich wissen. Adrian nickte. Eine Geste der Zustimmung, die zwar bei den Jüllen nicht üblich war, die ich jedoch von anderen Völkern bereits kannte. Das wünschen wir, jeder einzelne von uns, ohne Ausnahme. Ihr habt es vernommen, werte Mitglieder des Jüllat. Nun ist es an euch, sein Ansinnen mit den Gaben Mutter Flammes zu erhellen und jede Unaufrichtigkeit mit der Macht von Vater Kodos freizulegen, forderte ich die Abgeordneten nun auf. Wie ich dieses formelle Gequatsche hasste. Doch leider war im Moment nicht der richtige Zeitpunkt, um vom Protokoll abzuweichen. Nicht, wenn ich auf die Stimmen der konservativeren Mitglieder hoffen wollte. Wohl gesprochen, Scavini, sagte Anirani mit unverhohlenem Sarkasmus. Die Frau hasste mich. Es beruhte auf Gegenseitigkeit. Ich frage mich aber, welchen Nutzen uns dieser Haufen abgerissener Söldner bringen soll. Ihre ausgesuchte Hässlichkeit mag ganz amüsant sein, aber sie sind nur ein kleiner Tropfen in unserem gewaltigen Meer aus Soldaten und werden wohl kaum dazu beitragen, das Kriegsglück zu wenden. Stattdessen werden sie unsere wertvollen Vorräte wegfressen, da sie die heilige Yon Mella nicht wert sind und ohnehin daran vergehen würden. Ich denke also, wir kürzen das hier ab, sparen uns die wertvolle Lebenszeit und einige unserer schmackhaften Pilzgerichte und schenken ihnen dafür eine Reise in die unbegehrten Lande. Anirani? Wies ich sie zurecht. So heiße ich, ja, antwortete Anirani schnippig. Immerhin weißt du das noch, antwortete ich streng. Wie man sich im Jüllat verhält, scheinst du hingegen vergessen zu haben. Wir beleidigen unsere Gäste nicht und schon gar nicht ohne Anlass und mit solch rassistischen Worten. Außerdem solltest du dich nicht an mich, sondern an Adrian wenden. Ich tue, was mir gefällt. Aber wenn es dir so wichtig ist, kann ich den Überläufer auch gern direkt fragen. Ich hätte da so einige Fragen an ihn. Zum Beispiel, warum er seinen Vertrag gebrochen hat, wo Vertragsgetreue doch die einzige Tugend ist, die bei seinem Söldner zählt. Und wie wir darauf hoffen können, dass seine Unterschrift oder die dieser Witzfiguren an seiner Seite mehr wert ist als die Darmgase eines Srims. Nicht wenige innerhalb der Fraktion der Trinada und Pyrenen murmelten zustimmend. Selbst wenn sie Aniranins Ton missbilligten, so gab es zwischen ihr und ihnen doch kaum inhaltliche Differenzen. »Das kann ich gern beantworten«, sagte Adrian. »Wenn man mir die Wahl zwischen dem Tod und einem Vertrag geben würde, welche andere Wahl hättest du, als diesen Vertrag anzunehmen? Und sag mir, Anirani, wenn du es tätest, wie viel von deiner Leidenschaft, wie viel von deiner Ehre lege dann in deiner Entscheidung?« »Gar nichts«, sagte Anirani, »denn ich würde diejenigen töten, der mich zu so etwas zwingen möchte oder bei dem Versuch sterben.« »So wie es Mutter Flamme wollen würde«, rief Unwalo zustimmend. »Ach komm schon, Anirani«, meldete sich Huanaa zu Wort. »Wann hast du je von einer solchen Entscheidung gestanden, noch dazu kurz, nachdem du unverhofft auf deiner Heimatwelt gerissen wurdest?« »Noch nie«, gab Anirani zu. »Aber das spielt keine Rolle, es ändert nichts an meinen Überzeugungen.« »Überzeugungen, auf die man sich leicht berufen kann, wenn sie nie geprüft werden«, antwortete Huanaa. Kein anständiger Jölen würde sich anmaßen, so einfach über andere zu urteilen, außer natürlich so bigotte Existenzen wie du. Was fällt dir ein, du verunstaltete Missgeburt? Donnerte Anirani wütend. Sofort begannen die Mitglieder meiner Fraktion damit, lautstark zu protestieren, was wiederum Widerspruch bei den anderen Fraktionen hervorrief. Innerhalb weniger Sekunden war der Jüllat kurz davor, sich in ein Tollhaus zu verwandeln. »Ruhe!« rief ich so laut ich konnte. »Wer noch einmal ein Mitglied des Jüllats beleidigt, wird des Gebäudes verwiesen. Das gilt für euch alle!«
Obwohl ich einige feindselige Blicke erntete, schien mein Ordnungsruf Wirkung zu zeigen. Endlich kehrte wieder Ruhe ein. »Diese Diskussion ist ohnehin müßig«, meldete sich Ornivi zu Wort, der in seinen typischen nüchternen Tonfall sprach und zwischen jedem Satz eine kurze, wohldosierte Pause machte, was seiner Rede ein wenig den Charakter eines Diktats verlieh. »Letzten Endes kommt es darauf an, ob die Söldner eine Bereicherung für unsere Truppen sein können. Sind sie das nicht, spielt ihre Vertrauenswürdigkeit keine Rolle.« »Wie kannst du nur so herzlos sein?« empörte sich Huana. »Sie stehen für unsere Sache ein. Sie haben für uns gekämpft. Das ist alles, was uns interessieren sollte.« »Dennoch will ich es wissen, was sie vorzuweisen haben. Militärische Kenntnisse, Kampftechniken, strategische Erfolge, Werdegang.« »Bist du verrückt geworden?« fragte Inai, eine schmächtige, kleine, aber durchaus streitbare Garvila-Abgeordnete. »Das hier ist der Jüllert, keine Amtsstube. Wenn du das alles bei jedem von ihnen abfragst, sind wir noch übermorgen hier.« »Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, brauchen wir alle Informationen, die wir bekommen können«, beharrte Ornivi. »Egal, wie lange es dauert, wir können nicht einfach...« Plötzlich huschte eine Reihe von gestaltlosen, sich unglaublich schnell bewegenden Schatten über die Einbauleuchten der Jüllert-Kuppel, gefolgt von vielfachen knisternden kleinen Explosionen. Die anwesenden Jüllen duckten sich, sprangen von ihren Sitzen, gaben panische Schreie von sich oder griffen hektisch nach ihren Waffen, während eine Arbeiterdrohne nach der anderen in einen schwarzen Blitz verdampfte oder explodierte und feiner, harmloser Staub auf die Sitzreihen niederging. Am Ende waren etwa 3/4 der 100 Arbeitsdrohnen zerstört. Innerhalb von 2 Sekunden. »Ich hoffe, das reicht euch als Fähigkeitsnachweis«, sagte Adrian verschmitzt, während er die Waffe an seinem Arm wieder senkte. Die Anserin ließ derweil ein kurzes, trockenes, arrogantes Lachen hören. »Nicht jeder von uns ist so gut wie ich, aber eines steht dennoch fest. Zusammen sind wir noch besser. Was sagt ihr nun?« »Ein Sakrileg«, empörte sich Umwallo. »Er hat den heiligen Jüllert geschändet. Das verlangt nach Strafe.« »Ich nenne es Effizienz«, sagte Ornivi beeindruckt. Den verblüfften Gesichtern nachzuurteilen, schienen die meisten Abgeordneten seine Meinung zu teilen. »Die Drohnen lassen sich leicht ersetzen, aber ein solcher Kämpfer ist unersetzlich.« »Fragt sich nur, für welche Seite«, ätzte Anirani. Ich verabscheute Anirani von ganzem Herzen, aber mit einem Mal konnte ich ihre Bedenken, auch wenn sie bei ihr wohl eher ihrem generellen Rassismus und Querulantentum als der Vernunft entsprang, etwas besser verstehen. Ich hatte Adrian kämpfen sehen und war durchaus beeindruckt gewesen, aber in Kampfsituationen wuchsen manche Frauen und Männer nun mal über sich hinaus. Das hier jedoch, diese Schnelligkeit, diese Risikobereitschaft und Skrupellosigkeit inmitten einer friedlichen Jüllert-Sitzung. Das beeindruckte mich nicht nur, sondern schockierte mich. Es machte mir sogar ziemliche Angst. Wer oder was war dieser Mann? Und was noch wichtiger war, was für ein Mann würde er sein? Ich ertappte mich plötzlich dabei, wie ich gegen seine Aufnahme stimmen, ja sogar argumentieren wollte. Aber das wäre mein politischer Tod gewesen. Immerhin war ich diejenige gewesen, die an vorderster Front für seine Aufnahme gekämpft hatte. Wenn ich nun umschwenken würde, würde jeder an meinem Verstand und meinen Führungstalenten zweifeln. »Ich denke, wir haben nun genug gesehen und gehört«, hörte ich mich selbst sagen. »Lass uns nun abstimmen. Möchtest du, Adrian, vor der Abstimmung noch ein paar Worte sagen?«, fragte ich den Söldnerführer. »Ja«, sagte er und nickte dabei erneut. »Dann sprich und lass deine Worte in Wahrheit auflodern«, forderte ich ihn gemäß dem Protokoll auf. »Geehrter Jüllert«, begann er und mit einem Mal verloren seine Worte jegliche Arroganz. Seine Stimme wurde gefühlvoll, weich und anschmiegsam, wie die Umarmung eines Jungen an Mella. »Wir alle kamen aus fremden Welten nach Konrad. Ohne dass wir uns dafür entschieden hatten, ohne dass wir Gelegenheit gehabt hatten, uns von unseren Freunden, Familien und Geliebten zu verabschieden.
Die meisten von uns waren in unserer Heimat Krieger, Gesetzeshüter, Jäger oder Überlebenskünstler gewesen. Wir haben gewusst, wie man kämpft, und wir wussten, wofür wir kämpften. Auch haben wir gelernt, uns anzupassen. Andernfalls hätten wir keine 5 Minuten in Kohnhol überstanden, hätten uns nicht an eine Welt gewöhnen können, die sich so sehr von unserer Heimat unterscheidet. Die Rorak haben uns benutzt, gequält und versklavt. Aber wir haben den Schmerz ertragen, haben unseren Verlust ertragen, haben die Demütigung und sogar die Angst ertragen, die uns bei jedem Schritt in diesem düsteren, gnadenlosen, ungerechten Imperium begleitet hat. Was wir jedoch nicht mehr ertragen wollten, nicht mehr ertragen konnten, war für eine falsche Sache zu kämpfen. Deswegen haben wir uns gegen unsere Unterdrücker erhoben und nun, dank euch, wissen wir, dass es auch in dieser Welt eine Alternative gibt. Eine Gesellschaft, die nicht auf Hass und Knechtschaft, sondern auf Gerechtigkeit und Freiheit aufgebaut ist. Eine Gesellschaft wie die der Yulin. Für diese Gesellschaft, für dieses Ideal wollen wir kämpfen. Nicht nur ich allein, sondern wir alle. Nicht, weil es gerade opportun ist, sondern weil wir davon überzeugt sind. Wir sind Fremde, ja, und wir wissen nicht viel von Mutter Flamme oder Vater Koros. Aber wenn sie ein Volk wie die Yulin erschaffen haben, müssen sie wahrhaftig weise Götter sein. Egal, welche Entscheidung ihr nun trefft, wir werden sie als gerechte Entscheidung akzeptieren und uns ihr fügen. Und selbst wenn es euer Wunsch sein sollte, uns zu verbannen und uns zurück zu den Rorak zu schicken, so werden wir dort alles tun, was in unserer Macht steht, um ihre Kriegsanstrengungen zu sabotieren, so wenig das in diesem Fall auch sein wird. Wenn ihr uns aber aufnehmt, werden wir gemeinsam mit der Weisheit des Jülerts und eurer geschätzten Arnivel diesen Krieg gewinnen und ganz Koronor Frieden und Freiheit bringen. Das ist alles, was ich sagen will, denn nun will ich demütig der Weisheit eures Willens lauschen. Mit diesen Worten ging er in die Knie und beugte sogar seinen Kopf so weit herunter, dass er mit der Stirn den Boden berührte. Die anderen Söldner und sogar die Anserin taten es ihm gleich. Verdammt, dachte ich, das war gut. Fast schien es mir, als habe dieser Adrian eine unserer Rednerschulen besucht. Diese Demut, diese Leidenschaft, diese geschickte Schmeichelei, die zwar nicht bei mir, aber wahrscheinlich bei vielen anderen Jüllat-Mitgliedern verfangen würde. Er hatte sogar daran gedacht, Mutter Flamme und Vater Koros zu erwähnen, um den Pyrenen zu gefallen. Mein Respekt vor diesem Mann vergrößerte sich im gleichen Maße wie meine Angst vor ihm. »Erhebt euch«, sagte ich, »hier im Jüllat muss niemand knien.« Die Söldner gehorchten. Also, wer dafür ist, diese Frauen und Männer in unser Heer aufzunehmen, der hebe die Hand, sagte ich. Und während ich selbst meine rechte Hand in die Höhe reckte, um nicht mein Gesicht zu verlieren, drohte mich diese Aura der Bedrohung, diese gestaltlose Unbehagen, das Adrian verströmte, fast zu ersticken. Dieser Mann war zu perfekt, zu wandelbar und vertrauenswürdig zu sein, aber nun war es zu spät. Lass mich bitte scheitern, betete ich zu einer Mutterflamme, an die ich nicht einmal glaubte. Nachdem ich meine Stimme abgegeben hatte, gingen die Arme von nun etwas mehr als der Hälfte der Gerwila-Fraktion in die Höhe. Das sind wahrscheinlich nicht mal 200 Abgeordnete, dachte ich erleichtert. Meine Fraktion war oft genug gespalten, weil sie aus lauter Nonnenkonformisten bestand, die sich selten einer Fraktionsdisziplin unterordneten. Nun konnte uns diese sonst so ärgerliche Eigenschaft vielleicht von dem Schlimmsten bewahren. Es folgten die Stimmen der Onvila-Abgeordneten. Onivi hob die Hand und mit ihm fast 2/3 der Onvila. Verdammt, dachte ich. Surano hatte nicht nur sein Versprechen gehalten, sondern seinen Job auch noch zu gut gemacht. Oder aber die Fähigkeiten des Söldners hatten die Onvila schlicht überzeugt. Dennoch, das waren immer noch keine 400 Stimmen. Und nun folgten nur noch die Zrenada und Pyrenen, die Fremden gegenüber eher skeptisch waren. Dieses Ding war für Adrian und seine Leute gelaufen. Erleichtert atmete ich auf. Wir würden nun gezwungen sein, Suranus' Plan zu verfolgen und den Bürgerkrieg der Rorak für unseren Angriff zu nutzen, ohne die fremden Söldner da reinzuziehen.
Trotzdem würde ich gegenüber Adrian und seinen Leuten nicht undankbar sein. Ich würde mich dafür einsetzen, dass man sie zu den Rorak zurückschicken würde und nicht etwa in die unbegehrten Lande. Noch dazu mit Proviant und frischer Ausrüstung. So viel waren wir ihnen schuldig. Und vor meiner nächsten Entscheidung würde ich meinen Beratern besser zuhören. Die Zrinada waren nun an der Reihe und versetzten mir einen Schlag in die Magengrube, als knapp 100 von ihnen ihre Hände hoben. Das kann nicht wahr sein, dachte ich entsetzt. Die Zrinada stimmt normalerweise fast geschlossen gegen Söldnerverträge. Mit ein paar Abweichlern war zu rechnen gewesen, aber so viele? Ich überschlug die Stimmen. Nun waren es beinahe 500. Jetzt wurde es knapp. Verdammt knapp. Meine Hoffnungen ruhten nun auf den Pyrenäen. Auf diese frömmenden Fanatiker musste einfach Verlass sein. Sie hatten sich gegen so viele sinnvolle Neuerungen gestellt. Nun könnten sie doch wenigstens einmal mit ihrer Engständigkeit unserem Volk einen Dienst erweisen und... Wie erwartet blieben die meisten Pyrenäenhände, wo sie waren. Jedoch gab es 6 Ausnahmen. Der verdammte Miskel hat es tatsächlich geschafft, 6 der Religiösen auf seine Seite zu ziehen. Das könnte... Der Antrag wurde mit der Weisheit von Mutter Flamme und Vater Kodos und mit 503 zu 497 Stimmen angenommen, verkündete eine der noch funktionstüchtigen Arbeiterdrohnen. Adrian lächelte und seine Anselin-Sekundantin ließ ein fast schon schadenfrohes Grinsen sehen. Ich jedoch fluchte innerlich. Alle anfänglichen Begeisterungen, die ich für meinen Plan gehegt hatte, waren nun verflogen. Doch nun war es zu spät. Natürlich bedeutete die bloße Aufnahme der Söldnereien theoretisch noch nicht, dass ich sie auch für eine verdeckte Mission bei den Rorak einsetzen musste. Aber praktisch bedeutete es genau das. Ich und wahrscheinlich auch Surano und Srivana hatten dem halben Jüllat von meinem Plan berichtet. Und der Rest wird von den anderen davon erfahren haben. Diese Abstimmung war nicht nur ein Votum über die Aufnahme der Söldner gewesen, sondern auch über meine Strategie. Nun konnte ich nicht mehr hinter meinen eigenen Worten zurück. Was immer jetzt auch geschehen würde, die Münze war gefallen und sie trug Adrians Gesicht. Ich gratuliere euch, sagte ich in Richtung von Adrian und seinen Soldaten. Es steht euch nun frei, euch für unser Heer zu verpflichten. Geht dazu zum Sitz von Kodos Faust. Es ist das große rechteckige Gebäude im Stadtzentrum. Ihr könnt es kaum verfehlen. Vielen Dank, sagte Adrian feierlich. Es ist uns eine große Ehre. Wir werden euch nicht enttäuschen. Hallo, ihr Verrückten. Noch nicht ausmachen. Ich habe noch 2 kleine Infos für euch. Die erste ist, nächste Woche Samstag geht es weiter mit der Fortsetzung dieses Teils. Ich habe das diesmal in 2 Teile geteilt, einfach weil ich ein 4-Stunden-Video im Moment nicht hochladen kann. Dazu fehlt im Moment wirklich die zeitliche Kapazität. Ich hoffe, ihr versteht das, aber bald bin ich wieder richtig im YouTube-Game drinne, sodass ich auch wieder hinterherkomme mit den Uploads. Ich hoffe trotzdem, dass ihr euch darauf freut und dass ihr die Woche aushaltet, bis es weitergeht. Die zweite große, große, wichtige Information und Ankündigung ist, Achtung, Werbung, Angstkreis, der Autor von Fortgeschritten, hat ein Buch rausgebracht, Fortgeschritten. Die ganze Reise von Adrian könnt ihr jetzt quasi als Buch kaufen, wenn ihr wollt. Ich werde euch einfach den Link unten reinsetzen. Damit könnt ihr auch ein bisschen den Autor unterstützen. Und ich habe gesehen, er hat noch nicht mal eine Bewertung für das Buch. Und da die Geschichte hier so gefeiert wird, finde ich, sollten wir ihm alle mal mindestens 5 Sterne dalassen. Vielleicht habt ihr ja Lust, es euch ins Bücherregal zu stellen. Oder wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, könnt ihr dann es auch als E-Book holen und dann weiterlesen. Auf jeden Fall wollte ich euch nur darüber informieren, dass das geht. Und es haben mir auch schon einige geschrieben, oh ja, du solltest es als Buch rausbringen. Hat er jetzt gemacht. So, nun wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns. Bis dann!